Ja, sehr geil. Aber Mhm. der Ton in diesem Spiel ist gerade echt ein bisschen belastend, wie so eine Leucht-, also so eine blöde Röhre. So eine ja, ne? Das gehört übrigens zu dem Haupt von Lampe. Backrooms mit dazu. Das ist so aus dem ersten Startlevel im Prinzip, dass du überall diese Kondensatoren rauschen hörst. Das ist ja im Okay. Prinzip nichts anderes als Mikrovibrationen, die halt durch Spannungswechsel, Spannungsversorgung entstehen. Und in der Storyline, also in der Original-Storyline wohlgemerkt, meine ich, ist es so, dass wenn du dich zu sehr auf dieses Geräusch konzentrierst, du dann verrückt wirst. Das hat jetzt schon funktioniert. Das ist gerade mal 3 Minuten an. Es geht aber auch noch schlimmer. Also es gibt noch ein anderes Game, das heißt Escape from the Backrooms. Ist jetzt aber von den Rätseln her nicht so geil, ehrlich gesagt. Das ist eher so ein Jump'n'Run-Ding gefühlt. Ja, okay. Aber die haben das halt noch ein bisschen anders umgesetzt, näher am Original von den Backrooms. Das ist so eine, sagen wir mal, eine abgewandelte Variante davon. Okay, gut. Kann ich mir ja vielleicht anschauen, wenn mir das hier gefällt. Seid ihr bereit? Ja, natürlich. Dann. Yes. Jetzt bin ich so gespannt, worauf ich mich hier einlasse. Nicht nur du, ich hab's auch noch nicht gespielt. Sehr geil. So, ich stelle mich gerade mal vor, mein Name ist Bashi, ich bin Ihr Guide für heute. Bitte stellen Sie die Sitze in eine waagrechte Position und klappen Sie die Tische hoch. Sie werden jetzt vom Rechner einschlafen. Dann ist die Tastatur aber weg. Du hast gleich Abdrücke von der Tastatur auf deiner Backe. Was war das denn? Das Hallo? war. Bei mir dreht Weggenickt. sich alles. Hui! Habe ich was hier soffen? Das ist Reststandgas von gestern Abend. Okay, das sieht weird aus. Wo seid ihr? Aber wir starten nicht alle am gleichen Punkt. Na, also Okay. wir starten auf der Meint gleichen so. Ebene. Es gibt ja erstmal nichts, wovor ihr euch fürchten müsst. Deswegen entspannt einmal durchrennen. Ich sehe Pfeile. Ich folge den Pfeilen, okay? Das ist keine schlechte Idee prinzipiell. Warte mal, wo sind die nächsten Pfeile? Es gibt zwei Dinge, die in diesem Level interessant sind. Oh, ich habe eine Leiter gefunden. Das ist das eine tatsächlich. Und die Leiter ist auch dann der Treffpunkt, wo wir dann quasi alle zusammenkommen. Und das Zweite, was es in diesem Level gibt, hier gibt es einen kleinen, nennen wir es mal, geringfügigen Vorteil dann für die späteren Level. Und zwar gibt es ja Items, unter anderem auch eine Marmelade, ein schönes Jelly. Und dadurch wird deine Stamina nochmal deutlich in Länge gezogen. Natürlich auch nur Okay. zeitbegrenzt. Du hast generell Negativ-Stamina. Das heißt, wenn du deine Stamina komplett aufgebraucht hast, dann wirst du sehr, sehr langsam. Da ist jemand. Ja, mein Ja, Charakter keuscht gerade. Ich habe habe ich schon eine. gemerkt. Ich habe Oh! einen Drachen gefunden. Ein Drachen gefunden, ja, Mai. Nee, kurz behalten. Wir können es ducken, das ist schon mal viel wert. Oh ja, oh ja, oh ja. Man kann leider nicht springen. Wie bequem ist diese Sitzhaltung? Oh, da ist noch Nicht jemand. wirklich. Das sieht nach Arbeit aus, was ihr da macht. Ja, das ist Training, oder? Ja. Wir wollen ja fit da hochklettern hier. Genau. Ah. Ich gehe nochmal Okay. gerade auf die Suche nach dem Jelly. Das Ach ist, so. ich weiß noch nicht, ob ich es Scheiße. brauche. Es gibt aber auch nur eins in dem Level. Also generell kann man es dann aussuchen, wer es dann haben möchte. Wir können ich uns komm. gegenseitig Ich Items bin tot. wegdroppen. Okay. Ich komme auch nicht mehr zurück jetzt. Ja, ansonsten könnt ihr schon mal versuchen, das erste Rätsel zu machen, wenn ihr wollt. Ich kenne das Ach Rätsel du bereits. Scheiße. Bist du verletzt? Trinke Mandelwasser. Oder das gute Mandelwasser. Mandelwasser ist super. Das ist das Gib Allheilmittel ich mir. schlechthin. Notiz lesen. Es handelt sich um einen Humanoiden, der aus irgendeinem Grund aus Kabeln zu bestehen scheint und von dem man annimmt, dass er den Ort beherrscht. Aha. Wenn er in der Nähe ist, verändert sich die Umgebung der Räume und er scheint von elektronischen Geräten und Radiofrequenzen angezogen zu werden. Wenn Sie sich also in seiner Nähe aufhalten, seien Sie sehr vorsichtig. Ist Aha. das jetzt bei dir auf Deutsch oder auf Englisch? Ich habe es auf Deutsch eingestellt, das Spiel. Ja, ich auch, aber komischerweise ist der Kram auf Also, Englisch. ja, Ja. drück H, Notiz lesen. Dann hast du einen deutschen Text. Lol. Ach, und wir haben ein Foto von dem Vieh. Ja. Ah! Spaghetti Monster. Ich nenne ihn auch gerne den Ah. Cable Guy. The Cable Guy. Den Cable Naja, Guy, der verlegt mir gleich wieder das Kabelfernsehen. ich nehme mal ein paar Pillis hier. Oh, Mandelwasser, her damit. Oh, hier ist noch mehr. Information. In der lauernden Dunkelheit beherbergen diese Mauern etwas Geheimnisvolles. Ein helles, lächelndes Ding, das sich von dem Schatten abhebt. Eine Grinsekatze. Gerüchte besagen, dass er einen physischen Körper hat, der mit dem menschlichen Auge nicht zu sehen ist. Okay. Es ist nur bekannt, dass er von allen Lichtquellen angezogen wird und dass er dich in die Leere der Schatten, in den Schatten, gefangen hält und du wahrscheinlich nie wieder das Licht sehen wirst. Kann man hier sterben in dem Spiel? Wahrscheinlich, Ja, ne? bis zu 10 Mal.
Oh, wir sind Katzen. Wir sind besser als Katzen. Wahnsinn. Denken Sie daran, dass ein Lächeln nicht immer von Frieden zeugt, wenn nicht sogar das Gegenteil der Fall ist. Das ist großartig übersetzt einfach. Das ist fantastisch. Okay. Menü. Nun, wenn ihr die beiden Spinte durch, also die beiden Vitrinen durchgesucht habt, also ihr könnt jede Schublade aufmachen, by the way. Ah! Mhm. Ajo. Und dann habt ihr euch jeweils einen Walkie-Talkie geschnappt. Ja. Und dann könnt ihr direkt quasi einmal um die Ecke dort gehen und da erwartet das erste Rätsel auf euch, was noch vollkommen pazifistisch ist. Wir werden hier komplett gespoilert. Außer du verarschst uns, das wäre gemein. Legst du uns rein? Nein. Muss ich erschrecken? Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Lauf! Also Dragon weiß, wie gemein ich in der Regel bin, aber momentan bin ich da nicht so. Okay, okay, cool. Ich habe den Zettel gefunden. Okay, ich habe es nicht gefunden, ehrlich gesagt. Sieht irgendwie komisch aus. 1, 2, 3, 4 mit mehreren Hashtags oder Rauten. Genau, richtig. Ich bin noch so alt, ich sage Raute dazu. Ich auch. Warte mal, was haben wir? Ah, wir haben Rauten, wir haben Zahlen. 1, 2, 3, 4. Raute 1 ist gegenüber 3. Ah, okay. Okay. Also, 3, 6, 2, 4. Der Erste, der das Rätsel richtig schnell gelöst hat. Cool. Wow. Geschafft. 3, 6, 2, 4, glaube ich. So. Ha, muss das dann jeder machen, oder was? Nee, das muss nur im Prinzip einer machen. Ah, okay. Oh, ich bin klug. K-L-U-K. K-L-U-K. Also ich muss sagen, du bist der Erste, den ich jetzt so, ich sag jetzt mal live gehört, gesehen habe, der es auf dem ersten Anlauf gemacht hat. Ich hatte Glück, ich habe den Zettel direkt gefunden. Ein bisschen Schubser gebraucht. Ich habe den Zettel direkt gefunden, vielleicht liegt es daran. Nee, den Zettel haben wir auch alle gefunden. Wir waren einfach zu blöd gewesen zu interpretieren, was der Hashtag bedeutet. Ah, okay. Ey, deine Stellung sieht irgendwie ein bisschen abartig aus. Wie bitte? Was? Wenn er sich da so bückt, ey. Ja, das ist super. Sag's bitte. Ja. Das wäre ganz nett von euch. Ich gehöre in diese Kategorie. Ja, easy. Hui. Hui. Ich hatte einfach nur Pech bei meiner Geburt. Hui. Oh, scheiße, ich bin wieder. Oh, die Stamina ist echt ein bisschen sehr kurz. Hi, der Bess. Hallo. Ja, das stimmt. Welchen Stock müssen wir denn? Oh, das ist nett von euch, dass ihr mir nochmal ein paar Pillen übrig gelassen habt. Scheiße, ich habe die Zahl, ich habe den Code vergessen. Warte mal. 3, 6, 2, 4. Muss man den jetzt hier eingeben? Ja. Ich bin aber auch gleich da. Okay. Komm, wir wollen die Etage. Hallöchen. Okay, wartet mal. Also, Aufzugparty. 3, 6, 2, 4. Hm. Wow! Ich bin so klug. Da kannst du direkt losgehen. Klug. Oh mein Gott. Haben wir eine Taschenlampe? Was war das für ein Geräusch? Da hat jemand gepfiffen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist Taste G. Bitte nicht drücken. Ich war das selber. Bitte nicht drücken. Das zieht nämlich automatisch Monster an. Okay, ich wusste nicht, dass man pfeifen kann. So. Uff, das nächste Labyrinth. Folgen Sie mir bitte unauffällig. Wir folgen. Nehmen Sie sich bitte... Okay, das Ohr gehört mir. Aber die Taschenlampe bekommt ihr. warum war da ein Ohr? Wir brauchen Körperteile tatsächlich. Hörst du schlecht? Brauchst du ein neues? Leiht mir euer Ohr! Schmeiß! ich habe das Walkie-Talkie in der Hand. Nein, so. Ah, Taschenlampe, sehr schön. Es ist interessant, dass man selbst ohne Walkie-Talkie pfeifen kann. Das wusste ich nicht. Da sind wir hergekommen. Kennt jemand von euch Siren Head? Siren Head kenne ich, ja. Wenn man ganz genau hinhört, dann hört man den Sound von Siren Head, was er macht, wenn er idle wird. Dieses, was ein bisschen wie Polizeialarm ist, aber komisch. Was? Warum sind wir hier? Was machen wir hier? Ich habe keinen Orientierungssinn, aber ich bin versteckt. Tschüss. Tschüss. Kann ich das Zeug nicht nehmen? Doch, du kannst die Pillen auf jeden Fall nehmen. Du musst halt richtig drauf zeigen. Pina Colada ist so eklig dabei. Helf dir mal. Das sind so viele Dinge drin, die einfach nicht schmecken. Oh Gott, ich habe mich jetzt schon komplett verlaufen, oder? Hier ist ein Schrank, okay. Hast du Schrankdienst?
Hey. Das gute Mantelwasser hier und ein paar Pillis noch. Eine Tür. Ja, das ist nicht so schlecht. Oh, hier sind zwei Spinte, in denen man sich nicht verstecken kann. Alright then. Oh, ich hab... Was ist das denn? Ich hab die Videokassette gefunden. Oh, nice. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Und zwar die Videokassette gibt uns Aufschluss darüber, was ein Rätsel ist. Oder das Rätsellösung. Ah ja, okay. Und es ist 9.30 Uhr. Oh, 9.30 Uhr? Das ist geil. 9.30 Uhr kann man sich gut merken, aber wofür brauchen wir das? Wo seid ihr? Ja. Also den Game-Sichtschnitt zu verlaufen geht halt sehr schnell tatsächlich. Hier ist noch ein Spind. Ich hab einen Fuß gefunden. Oh, das ist schon mal gut. Will jemand einen Fuß haben? Gut zu Fuß. Macht's im Hintergrund. Oh, mein Herzbubbe. Fehlt hier ein Teil des Levels oder was ist hier passiert? Ja, gefunden, da fehlt irgendwas. Das ist tatsächlich eine Glasscheibe. Diese Glasscheibe wird noch zerspringen. Okay. Hier ist ein Fernseher. Oh ja, schiebt mal die Kassette bitte rein und merkt dir bitte, was er. Was? Ich muss gerade rennen. Ey, voilà. Also, öffne Inventar. Okay, das kriege ich hin. Vor mir ist gerade. Genau vor mir ist gerade ein Vieh aus dem Luftschacht gekommen. Die kommen nicht von oben, oder? Eine spezielle Sorte, ja. Und da hängt er auch gerne in dem Areal ab. 9 Leichen wurden gefunden. Okay, genau. Von 3 Stück müsste er dann erzählen. Die Stimme ist ja mal episch. Ich liebe sie. Wie die laufen? Was hat denn der Ei gekackt? Oh mein Gott. Super. Na, best, sehr cool. Das macht total viel Spaß. Was steht da? Da fehlt mir eine Nase. Ich brauche den Namen und ich brauche das Körperteil dann dazu. Dem Frank. Frank Elmond fehlt eine Hand. Okay. Das Licht ist rot geworden. Okay. Jonathan Galindo fehlt ein Ohr. Hier kommt Gas und das Licht ist rot geworden. Muss das so? Das Gas ist egal, dass es rot wird. Naja, da ist bald jemand in der Nähe bei dir. Aber einen brauchen wir noch. Also wir haben jetzt John. Spaghetti-Mann oder Katze? Spaghetti-Mann. Oh, scheiße. Okay, warte mal, ich habe den ersten Namen nicht mitbekommen. Aber die Range, dass es rot wird, ist Marlene ein bisschen... Williams. Oh, Williams. Ohne Nase. Ihr fehlt die Nase. Okay, das heißt, ich kann mir das nie merken. Elmond ist Hand, Galino Elmond ist Ohr Hand. Und Williams ist Nase. Okay, habe ich notiert, fast. Und wem gehört der Fuß? Wir brauchen nicht alles. Okay, ich habe Nase, ich habe Nase und Ohr. Das passt, perfekt. Und jetzt brauchen wir noch die Hand. Warte mal, ich kann das nochmal einschalten. Also, Williams, Nase. Ja. Komm, mach schneller. Dann haben wir Elmond oder Elmond. Ja. Elmond hat... Ohr. Hand. Was? Elmond Hand. Ach nee, stimmt, ja, Elmond war Hand. Galindo ist Ohr wahrscheinlich jetzt, ne? Ja. Das ist immer noch rot, ich habe ein bisschen Kackstift. Der hat eine recht weite Range, dass es rot wird in dem Bereich. Okay. Also von daher ist es erstmal nicht so wild. Hier ist die Glaswand. Das Fenster. Ja, stimmt, der kann gar nicht. Jetzt ist wieder weg. Okay. Wo. Scheiße, ich hab mich verlaufen. Ich lass mal die Schränke offen, die ich benutzt habe, oder? Ja, das auf jeden Fall. Das war ein bisschen als Orientierung. Ja, die Tür ist auch offen. Okay, hier war ich schon. Shit, ich bin falsch gelaufen. Natürlich, direkt am Anfang. Oh Gott, was war das? Ich musste gerade rennen. Es wird schon wieder rot hier. Oh mein Gott, Spaghetti! Oh Gott! Oh mein Gott!
Solltet ihr tatsächlich ein Gesicht sehen, was euch anleuchtet und so irgendwie keinen Körper hat, lauft aus seiner Sichtweite. Okay. Wie kriege ich denn die scheiß Taschenlampe eigentlich aus? F drücken wieder. Ja, ja. Mein Puls ist gerade bei 300 gelandet. Instant. Spaghetti-Mann? Ich mag italienisches Essen. Sei nicht sauer auf mich. Du bist italienisches Essen. Ich muss dir noch gut zureden. Für was ist eigentlich dieser Mandeltrink? Der heilt dich, wenn du mal gebissen wurdest. Bei den Tabletten stand, die nehmen die Angst. Ja, exakt. Habe ich mir gemerkt. Das sind Painkiller sozusagen. Oh Gott, das Vieh ist die ganze Zeit hier unterwegs? Das Vieh und Grinsekatze? Oh, da vorne ist rot. Nö, leck mich am Arsch. Spaghetti-Mann so, Gifty, stirb! Nein, Gifty will nicht sterben. Gifty. Hier ist gerade irgendwas zerklatscht. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer, wo ihr seid. Scheiße. Ich weiß auch nicht. Ich wollte nur. Hier ist eine offene. Warte, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Hier ist der Elevator. Oh, scheiße, ich bin wieder am Anfang. Ah, da bist du. Hallo. Okay. Hallo, Spaghetti-Mann ist nicht da, oder? Du hast ihn nicht mitgebracht. Nee. Hier ist der Schrank, der ist zu. Ach nee, hier waren wir schon, hier sind die Taschenlampen. Ach, kacke. Warte mal, wo geht's denn hier lang? Was ist denn das für ein Spiel? Das rot. Verrückte Labyrinth. Oh mein Gott, es wird rot. Ja. Das verrückte Labyrinth 5.0. Ja, so ein bisschen. Ne? Ja. Ab 18 Edition oder sowas. Ja, grau. Ich will da nicht lang gehen, nee. Ich bin gerade ein bisschen gestuckt, weil der Hund hängt bei mir in der Position, ich krieg ihn nicht weg. Was denn für ein Hund? Das hattest du sogar gelesen gehabt. Das war einer von den Gegnerbeschreibungen. Ich habe Spaghetti-Mann und Katze gelesen. Es gibt Spaghetti-Mann, Katze und Hund. Oh, das ist hier drinne. Oh, ich habe Hund nicht gelesen. Und? Eine sehr merkwürdige Kreatur wurde gesichtet, die aus den Schächten in den Hinterzimmern heraus. Es wird rot. Ja, das ist weg. Es. Genau das ist es. Ich bin weg. Ach, jetzt ist auch noch ein Hund unterwegs hier. Ja, der ist gerade in der beschissensten Position, wie er sein kann. Wir finden, hier ist alles rot schon wieder, wir finden dich auch nicht. Sind die Level immer gleich aufgebaut oder ändern die sich? Die sind gleich. Okay, also wenn man das einmal weiß, wo man lang geht oder wenn man das kennt, findet man sich bestimmt relativ gut zurecht. Ne? Genau. Hier ist gerade wieder irgendwie eine Scheibe kaputt gegangen oder sowas. Wieso lasse ich mich auf diesen Much hier ein? Der Hund hat mich gerade angenudelt. Eieiei. Aber dein Charakter hat doch gar kein Würstchen. Warte mal, hier ist wieder diese Glasscheibe. Verdammt! Das stimmt allerdings, aber der Hund hat eins. Hey, wir sind wieder beim Fernseher? Ich folge jetzt dir, folg bitte nicht mehr mir. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Du bist bei der Polizei. Du bist tapfer. Ja, super. Aber dann wird der im Kostümshop unterwegs, weil wir wieder bei der Polizei. Ja, das ist natürlich Pech, ne? Dann verwarte ich jetzt einiges. Aber wenn man mal so kurz antippt mit dem Rennen, verbraucht man keine Ausdauer. Oh, hier waren wir noch nicht. Das hier sieht neu aus. Da hinten ist eine Tür. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das überlebt mein Herz nicht. Oh, die Tür ist rot. Roter Schlüssel steht da. Spinnt. Oh, eine Nachricht. Was steht da? Wenn Sie einige Gemälde finden, sehen Sie sich genauer an. Insgesamt verbergen Sie einen geheimen Code. Aha. Irgendwer hat die Gemälde mit Kacke beschmiert. Nee. Sag doch sowas nicht, das ist so eklig. Also, rote Tür habe ich gefunden. Aber... Oh, Schrank. Ach nee. Okay. Spaghetti-Mann, wo bist du? Alter, die Ecke ist gerade brandheiß bei mir. Vielleicht wollen wir dich einfach nicht finden. Ich glaube, das wäre klüger. Ja, das ist... Also die Ecke ist gerade echt hot. Ich habe hier, hab hier alles. Ich habe hier Spaghetti-Mann. Ich habe hier Hund. Ich habe hier Fratze. Aber warte mal, du hast Spaghetti-Mann. Hier ist rot. Dann bist du ja eigentlich in der Nähe, oder? Nee, da können mehrere spawnen. Das ist nicht nur auf einen Gegner beschränkt. Oh, ich habe sogar einen Augapfel. Hey. Wie, da können mehrere spawnen? Also können auf der kompletten Fläche können, meine ich, mehrere Gegner spawnen. Die so in ihrem Areal, ihrem Bereich dann sozusagen rumwandern. Das ist doch scheiße, warum erzählst du mir das?
Ich bin wieder hier gelandet. Hast Warte mal, es muss doch irgendwo ein... Ja, meine Ausdauer ist aufgebraucht. Kacke. Ja, ich habe gefragt, aber nein, ich möchte keine Antwort. Achso, das war eine ironische Frage. Achso, da ist Dragon. Ich finde den Weg zu dir nicht. Das hier ist alles so verwirrend. Wer programmiert denn sowas? Ich habe eine Hand. Ich kann dir eine Hand geben. Oh Gott, Spaghetti! Mama! Oh Gott, wenn ich vor dem Vieh wegrenne, verlaufe ich mich wieder so hart. Hast du Spaghetti mal abgeschüttelt? Schaut so aus. Heute kann ich Spaghetti für dich. Hier ist eine Luke offen. Kommt der Hund durch? Oh, mir geht so der Kackstift. Mann. Ich geh mal durch die offene Tür. Hier wird's rot. Ich will nicht durch die offene Tür. Haben wir gemeinsam 10 Leben oder hat jeder 10 jeder. Leben? Sag mal, hält die Taschenlampe nur eine bestimmte Zeit? Nein, da ist irgendwas in der Nähe, wenn die anfängt zu flackern. Nee, ich hab Leichen. Meine ist aus, ich halte sie aber in Hand. Ich habe Leichen gefunden. Das kann eigentlich nicht sein. Spaghetti! Wo ist Spaghetti? Hinter mir. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich will sterben. Ich kann nicht mehr rennen. Nein, lass mich. Aua, er schlägt mich. Lass mich doch rennen. Es geht um dein Leben. Renne. Oh, oh, oh. Ja, ja, Schrank. Macht Spaghetti mal Schränke auf? Nee. Okay, Spaghetti Mann geht weg. Kann er nicht. Oh, mein Herz. Erinnerst du dich noch an die Uhrzeit, die du vorhin genannt hast? War es 9.30 Uhr? 9.30 Uhr, ja. Check. Machst du das alles schon, oder wie? Ja. Willst du hier gerade am Rätsel lösen? Oh Gott, ist mir schlecht. Ey. Spaghetti Mann hat mich geschlagen. Ich finde das nicht okay. Benutzen. Das gute Mandelwasser, komm. Kipp dir das über die Binde. Okay, ich bin geheilt. Ja, mein Bildschirm ist verzerrt. Ah, das ist bestimmt die Angst, oder? Schön, wenn es mich nicht trifft, dann freue ich mich. Oh, Dragon, das ist godlike, ey. Scheiße, ich fühle mich doch, du blödes Viech. Ich fühle so meine, mit dir, hier ey. Waren die Leichen, hier waren die Leichen. Okay, ich bin wieder in dem Leichenraum. Hier hinten ist noch ein Schrank. Hier gibt es einen Hammer. Ein Hammer? Hammer und ein Zettel. Oh, ein Hämmerchen, geil. Sieh dir die Leichen an, sie verbergen einen Geheimcode. Achte auf das Blut. Aber warte mal, der Schrank ist doch schon offen, oder? Genau. Ich hab bestimmt, was du machst hier. Weg mit dir! Okay. Ah. Da ist noch ein Zettel. Ah, was steht auf dem Zettel? 68. Es geht um vermisste Personen, die in diesem Ort gefunden und aufgestapelt wurden. Die liegen nebeneinander. Einige ihrer Leichen wurden mit einigen Anomalien gefunden. Achso, das ist das mit der Kassette. Okay, ich verstehe. Ich hab doch schon was von so einer Leiche, oder? Interagieren. Ah, Olivia, nee, du standst nicht mit dem. Also warst nicht in dem Video vorgekommen. Marley auch nicht. Kommt Spaghetti Mann wieder? Ich scheiß mir ein. Elmon? Frank Elmon war auch nicht dabei, oder? Ich hab mir die Namen nicht gemerkt. Kacke. Doch, Frank Elmon war dabei, der braucht die Hand. Der braucht die Hand. Was hab ich? Ich hab einen Fuß. Williams? Fuß bei nirgendwo. Also das ist immer random, je nach Game-Start. Katze! Was du da brauchst. Oh, hat das die Katze. Ist eine Katze. Was soll ich machen? Wegrennen. Ja, aber ich kann nicht wegrennen, ich bin in dem Raum mit den Leichen. Aus der Sichtbahn. Achso, okay. Einfach nur aus der Sichtbahn, dass sie dich nicht sieht, dann ist alles safe, die kommt nicht. Wie lange bleibe ich jetzt hier? Die Katze, die spawnt relativ zügig. Geil, ich sehe sehr unscharf. Dann nimm mal Pillen. In der Inventar kannst du mit I, glaube ich, aufmachen. Meine Lampe flackert. Ja, oh mein Gott, was ist das für Geräusche? Das war wegen der Katze. Du kannst die Lampe auch mal wegmachen. Dann fühlt sie sich nicht ganz so attracted. Ich habe Geräusche hinter mir gehört, das war nicht cool. Ich muss mir halt merken, wo dieser Raum mit den Leichen ist. Oh Gott, nein. Das kriege ich nicht geschissen. Ich verlaufe mich doch in meiner eigenen Wohnung regelmäßig. Wie soll ich das hier deichseln? Oh, davon ist eine Taschenlampe. Hallo! Gute! Hier wird wieder alles rot, ich möchte das nicht. Warte mal, hier ist wieder dieses Fenster? Wie ist denn das jetzt passiert? Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen richtigen Anfall.
ist der Leichenraum? Wo bist du eigentlich? Wir finden dich nicht. Ich bin gleich wieder da. Warte mal, ich hatte vorhin noch einen Gang, da habe ich mich nicht reingetraut, weil es lichtrot wurde. Wo war dieser lange Gang? Hier ist der Elevator, ich krieg einen Anfall. Scheiße. Wir sind wieder am Anfang. Okay, ich komme jetzt wieder zu dem Raum mit den Leichen. Warte, okay. Okay, warte. Oh, scheiße, wo war der? Oh, ich habe Cable Guy gesehen. Der ist schön lang gestaggert. Da hat er Bock drauf, oder? Ja, natürlich. Du müsstest jetzt eigentlich wohl in die Ecke da hinten rauskommen. Ich höre wahrscheinlich Geräusche über mir in der Lüfte. Katze, Katze, weg. Nee, das ist der Hund. Ja, aber die Katze ist da vorne. Hm? Oh. Ach, die, da. Ja. Die Alice im Wunderland-Katze. Yay. Die Alice im Wunderland? Ja, die ist immer noch da. Das war die Hasenfahnenkatze gefühlt. Jetzt kriegt mein Charakter einen Schaden oder was? Ach, da. Okay. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Warte mal, da kommt eine Taschenlampe rein. Nee, ich leuchte dir, dass du rauskommst. Also, wenn die Katze ist gespawnt. Kommen sie raus? Kommen sie mit? Okay, wir folgen. So. Hier ist der Leichenraum. Steht da mal kurz, schmiere. Und warnt mich, wenn irgendwie hier auftaucht. Mach mal kurz die Luftschächte zu. Aber man kann die zumachen? Sag mir das doch. Wenn du einen Schraubendreher hast, kannst du die zumachen. Achso, den habe ich nicht. So, wir haben... Ist das der einzigste Eingang? Jo. Bei dem Raum? Das war Olivia, haben wir glaube ich nix. Nee, der Name ist nicht gefallen. Jennifer war auch nix. Delgado habe ich hier. Frank Elmon war die Hand gewesen. Was sagt man denn mit Hart zu der Hand? Habe ich. Hier ist Galindo. Oh, ist Galindo? Ja, cool. Galindo war... Oh. Oh ne, shit! Fratze, weg! Oh, Wenn du dieses kleine Geräusch hörst, dieses leichte Zischen, dieses Wurm, dann renn, sofort. Wenn du das ignorierst, bist du sofort tot. One hit. Wow. Die Krimse-Katze ist immer noch da. Ja, die spawnt gleich, ganz ruhig. Die ist weg. Alles klar. Nee, ich sag nur, alles gut. Krimse-Katze, geh weg. Das war das Ohr. Nee, warte mal, Ohr hast du, glaube ich, gehabt, oder? Hab ich ein Ohr? Ah, nee, ich hab das Ohr, sorry. Ich hab einen Fuß, ich hab nur einen Hammer. So, jetzt haben wir den letzten Hammer. Galina Hammer Williams. Alles. Hammer alles. Wollen wir auch nicht. So, wo ist Galina? Nee, da auch nicht. Hier, auch nicht. Nee, Williams? Marlene? Ja, Williams. Nee, Marlene? Galina Williams aufgeschrieben. Was sagt die Mitte? Ansonsten. Ach, weißt du was, probier's mal. Kannst du zwei immer noch wegnehmen. Da drüben ist ein Schacht offen. Näschen. Oh, was zum Fick war das? Die Glasscheibe ist zersprungen, von der ich erzählt hatte. Wo du gesagt hast, was ist das? Sobald du die Leichen richtig drapiert hast. Ja. So, Achtung, Cable Guy dürfte jetzt irgendwo auftauchen hier. Ja. Ich bin begeistert, ich freue mich. Und kommt gerade mal mit, wir gehen mal hinten durch die Tür durch, wo wir den... Oh. Macht euch mal bereit zu rennen. Wenn eure Stamina passt. Da ist Cable Guy. Ja, einfach mitkommen. Spaghetti-Mann hat uns noch nicht rennen. Spaghetti-Mann ist ein Vollidiot. Yay. So, ein Glück. Schön gechillt zur Tür gehen. Die Tür ist links. Die rote? Ja. Ah, hast du die Schlüssel schon gefunden? Klar. Du rennst hier durch. Ich versuch das Ding auf der einen Seite meistens immer durchzurennen, weil du hast da nicht viel Möglichkeiten. Wenn du zu lange wartest, ist das Ding voller Gegner. Ah ja. So, kommen Sie bitte rein. Wir haben ja ein schönes Rätsel vorbereitet. Okay. Vor der Tür hast du ja einen schönen Zettel gelesen. Wenn du dich noch dran erinnerst. Aber du machst das schon richtig. Ich sehe nichts. Doch, da ist irgendwas. Irgendwas taucht immer auf. Warte mal, richtig. Ein L. Ah, ein L taucht auf, Mann. Cool. So läuft. Aber hier? Q5000. Oh. Ja, ich glaube, also wir haben da hinten haben wir übrigens Spinte, sollte hier einer reinkommen. Aber typischerweise spawnt er außerhalb. Auf dem Bild ist nichts zu sehen. Doch, muss. Muss? Mhm. Es leuchtet gerade alles rot. Sind die immer rot eingezeichnet? Nee. Es kann sein, dass wir es erst sehen, wenn er weg ist.
Hier ist auch gerade nichts zu sehen. Das ist ein E. Das ist rechts oben. Ach so, die. Hier ist A. L-E-A. Du musst dich so schräg hinstellen, dann siehst du da was rot aufleuchten. Oh Gott. Der Oculus-Software ist so riesig. Ja, okay, das ist einfach überladen. L-E-A-R. Und. Bin anscheinend zu blöd, ich sehe nicht. Learn. Das ist ganz schwierig zu sehen, Dragon, also deswegen. Ja, war Zufall. Genau, hinten hast du ein Lock. Ah ja, Giftfisch steht in den Schubladen. Alles klar. Da sind die Pfeile. Öffnen, so. Ich habe ein Mottenschädel bekommen. Okay, cool. Und Sicherungen. Genau, Sicherungen sind wichtig für den nächsten Part. Jetzt kann ich nicht mehr reinlaufen. Okay, also, ich habe Gelee bekommen. Perfekt. Und Sicherung. So, das Cable Guy dürfte hundertprozentig vor der Tür warten. Ich gehe gucken. Ich kann auch versuchen, wegzulocken. Wichtig ist, nicht alle zusammen an die Tür, damit man nicht den anderen gegenseitig blockt, wenn man wegrennt. Da vorne läuft er. Der spielt dieses komische Spiel. Kennt ihr das als Trickfilm, wo man so von Tür zu Tür rennt und aus einer anderen Tür rauskommt? So wirkt das gerade hier. Ist das nicht eigentlich eher Halloween? Süßes Weiß ich oder nicht, aber... Achso, ja, das auch, aber er ist da vorne reingelaufen, rechts irgendwo. Spaghetti-Man! Wir sind Freunde, okay? War das nicht wieder dieses Katzengeräusch? Nee. Okay. Das ist nur das Gas, was jetzt irgendwo wieder aus dem Luftschacht strömt. Ist aber erstmal unproblematisch. Ist ja fantastisch, dass wir unter Drogen gesetzt werden. Ja, genau, der ist da lang gelaufen. Jo, versteck dich nur. Wir passen da nicht zu zweit rein, richtig? Korrekt. Ach, geil. Ich liebe es. Du siehst von außen nicht auch gleich, ob einer drin ist oder nicht, sondern erst wenn du dran stehst, dann kommt der Text: Someone is in there. Fantastisch. So, wir gehen jetzt direkt nach rechts. Wie oft hast du das schon gespielt? Ich glaube zweimal. Dann hast du einen sehr guten Orientierungssinn, oder? Ja, hier war die Scheibe, oder? Hier war die Scheibe, das ist richtig. Yeah. Muss ich gerade mal überlegen, wo das war. So, wie ich die gefunden habe. Ich möchte anmerken, ich bin noch nicht einmal gestorben. Das ist für mich fantastisch. Ich renne mal kurz Luftcheck zumachen. Okay, dort hinten war schon jemand gewesen. War hier die Uhrzeit? Katze. Oh ja, hier war die Uhrzeit, cool. Ich weiß, dass ich ein Hundemensch bin und ich habe das auch immer kommuniziert, aber sei deswegen nicht sauer auf mich. Was? Na, Dragon? Ist die Katze weg? Vielleicht noch ein bisschen, dann müsste sie aber weg sein. Miau. So, gehen wir mal hier lang. Oh, Katze! Ja. Na! Hat sie dich? Ja. Echt? Folge dem Herzschlag. Wieso, aber ich bin doch von der... Okay, da ist eine andere Katze vielleicht gerade gespawnt, das kann passieren, dass man vielleicht aus dummem Zufall da gerade reinrennt. Okay, ich höre einen Herzschlag tatsächlich. Genau, und wenn du jetzt gestorben bist, dann gehst du quasi so lange im Level rum, bis du den Herzschlag hörst. Und der, Vorsicht, Katze! Und der Herzschlag wird immer stärker. Seht ihr mich auch? Hallo? Wir sehen nur den Schatten, wenn überhaupt. Achso. Okay, ich höre Herzschlag und er wird schneller. Oh, der hat mich gerade. Was ist denn hier? Tür öffnen? Hey, hier ist nicht meine Tür. Ja, das war ein Instant-Kill. Wenn er mich einmal kurz gesehen hat, dann weiß er, dass ich da bin und dann kann er mich auch instant töten, wenn er mich nur eine Sekunde lang sieht. Oh Gott, wenn ich muss so weit rennen, um meine... Und den Herzschlag zu... Hier ist eine Off... Okay. Oh Gott, Katzen! So viele Katzen! Oh Gott! Ich dachte, ich bin an der Tür. Ich bin an der Tür. Bitte nicht. Katzen. Oh Gott, das sind immer noch Katzen. Wie komme ich hier weg? Die sind überall. Ich will das nicht. Ich bin schon wieder tot. Es ist aber echt krass, dass es so RNG-lastig gerade ist, dass da so viele Gegner spawnen. Oh Mann, ist die Tür mal an derselben Stelle? Nee, die Tür ist random. Ich suche sie auch gerade. Komm.
Ach, respawnt man dann wieder, oder was? Du, ja, man kommt zu seiner Leiche mal, zurück. Du bist erstmal ein Geist. Und wenn du ein Geist bist, dann musst du erstmal 5 Minuten, hast du dafür Zeit, im kompletten Level auf der Ebene rumsuchen, ob du einen Herzschlag hörst. Oh, mein Herz. Ja, ich höre meinen. Ich spüre meinen Herzschlag. Uiui. Und der Herzschlag? Hi, danke, Chimpo, danke für die Bitties. Der Herzschlag was, geht von muss der Tür ich diese aus. Ganzen Schalter nach unten machen, oder was? Naja, das kommt drauf an, wie die Tür gerade gepolt ist. Weil du hast hier quasi die Tür als Ziel und du musst gucken, welche Schalter für welche, für welchen Schalter in der Tür sind, also für welches Schloss. Wow, der Herzschlag ist lauter. Hier ist alles wenn, wenn ihr wiederbelebt seid, dann seht bitte zu, dass ihr euren Stuff mitnehmt. Ja. Okay, ich höre meinen Herzschlag. Okay, das ist schon mal gut. Aber irgendwie nur ganz leise, ganz... Okay, Dragon, du gehst jetzt mal hier an die Tür und ich gehe jetzt mal Schalter drücken. Du sagst mir, ob was grün wird. Mein Herzschlag alles gerade hier. Ich krieg nicht mehr viel mit. Oh, hier ist der lange Gang, den ich vorhin gesucht habe. Der mittlere ist grün. Wow, wow, wow. Ich finde die Tür nicht. Oh, jetzt wird's fertig. Ja. Nee. Nein, hier ist keine Tür. Oh, diese verdammte Katze. Jetzt habe ich 2 Leben verloren. Hallo? Hier ist ein Pferd. Der unterste ist grün. Check. Wo ist meine Tür? Ich will hier nicht. Ich habe nur noch 3 Minuten. Was war das? Der oberste ist grün. Was war das denn für ein Geräusch? Das war, dass ich hier die Tür aufgemacht habe. Oh, meine Schalterkombination. Hier ist die Tür. Okay, ich komme jetzt rein. Bitte keine Katzen. Aktuell sind keine da. Komm, respawn. Ich krieg einen guck den Koffer an und hol dir dein Stuff gerade wieder. Okay, habe ich. Und dann komm gerade mit uns. Ich krieg hier einen Heulkrampf. Das wirst du nämlich jetzt hier brauchen. Und das sind nämlich jetzt unsere Ganzkörperkondome. Geil. Oh. Schick. Und dazu bekommt noch jeder die Vollausstattung. Einmal mit Geigerzähler, einmal mit Desinfektionsmittel gegen radioaktive Verseuchung. Genau. Okay. Ich kann das Mandelwasser nicht mitnehmen, falls man braucht. Ich scheine ausgestattet. Ich hab schon mehr wie genug Mandelwasser. So, dann können wir jetzt quasi zum nächsten Mandelwasser Part in der Realität. Ich brauche gerade eins. Mein Herz zerfetzt es gleich irgendwie. Besch, ziehst du nicht den Kittel an? Doch, ich hab mein Pulsmesser heute nicht um. Den habe ich vergessen, aber ich glaube, der zeigt jetzt 800 an. Du musst auch ins Inventar gehen, by the way. Musst auf deinen Kittel draufklicken, musst sagen, use. Funny, ich kann was mit Fratzbuch anmelden. Weil Meta keinen Bock hat. Perfekt, wow. Passt. Au, oh, stimmt, du hast die Oculus. Da muss man ja ein Facebook-Profil haben, ne? Ja, das ist total ekelhaft mit Facebook. Ja, weil ein Zuschauer gerade schreibt, mein Mod, der kann sich nicht anmelden, weil Fratzenbuch sagt, nee, ist nicht. Ja, ich verfolge das schon die ganze Zeit. Oh. So, ich glaube, das war hier. Fratze! Wow! Oh Gott! Kevin Guy. Der war ja direkt neben mir, der blöde Arsch. Weiter rennen. Ihr könnt ihn manchmal ausmanövrieren, wenn ihr einfach um Ecken rennt. Ja, hab ich gerade. So, die Oculus ab, wer checkt es nicht? Oh, mein Herz. Oh, ich sterbe gleich. Tude. So, ich kann das nicht. Also, der Schrank hier ist feucht. Ich spiele wieder Stardew Valley oder so. Musste überall reinschiffen. Ja, Mann. Mm. Nein, das ist Angstschweiße. Das ist der Kackstift, nur flüssig. Lecker. Das ist der, genau. Ich bin, wo seid ihr jetzt? Ah, hier ist jemand. Hallo. Ich bin panisch ein Stück weggerannt. Ja, das ist schon mal nicht so schlecht. Also ich sehe auch gerade nichts Rotes, von daher schon mal nicht schlecht. Oh, mir geht's hier nicht gut in dem Spiel. Nein. Wir gucken mal, wie spät es ist. 3. Ich hab Touch Portal nicht angemeldet. Oh. Oh, da würde ich jetzt nicht stehen bleiben. Ich renne schon. Ich habe irgendwas hinter mir gehört. So, jetzt zieh die Tür rein. Albino, probier's nochmal bitte. Okay. Okay, da vorne kommen wir jetzt gleich zum radioaktiven Bereich. Ich hab Hundi noch nicht einmal gesehen, ne? Hast du Lack? Hundi Wauwau will nicht zu mir. Dafür ist Scheiße. Das ist nicht mein Stuff, den ich dabei habe.
Oh, oh. was suchst du denn? Ein Schraubendreher. Bitte schön, der Herr. Hast du auch Sicherungen? Nee, Sicherung hat ja, genau. Meine Sicherungen sind weg. Ich hab die nicht im Inventar. Oh Gott, ich höre Geräusche über mir. Was sind das? Meine Sicherungen sind nicht da. Aber ich habe meinen kompletten Koffer mitgenommen. Sicherungen sehen wie aus? Einfach nur länglich grau. Kleine Müsli-Riegel, länglich grau. Nö. Oder? Ah. Das hier wahrscheinlich. Sag mal, Dragon! Bist du Was? Ich mach meinem Namen alle Ehre, ne? Alter, hat der Loot wirklich alles gehamstert? Ey, gib den Rest auch her. Ja, der Name passt. Und wenn du gerade schon dabei bist, ich hätte doch gerne mal eine Kneifzange. Sag noch eine Sicherung. Oh, Dude! Oh, dem geht's nicht gut, ja. So, und die Kneifzange. Wichtig. Die Kneifzange ist echt wichtig. Vollständig radioaktiv. Ich hab noch ein paar Finger, ich hab noch ein Auge, Zähne. Die kannst du zum Lutschen behalten, das passt schon. Sonst wird es sein können, Angaben. Es gibt eine verschlossene Tür, die sich nur ran, wenn die Strahlung im Raum niedrig ist. Okay. Um dies zu erreichen, ist ein Feuerlöscher der Klasse. Ah, den haben wir mitgenommen. Okay. Das heißt, Geigerzähler, wir sollen jetzt Sachen finden. Ja. So, dann rüstet euch gleich mal den Feuerlöscher aus. Und alles, was ihr an Gegenständen seht, draufhalten. Jo, hier ist ein Teddybär, der hat einen übelsten Ausschlag. Soll ich den jetzt Feuer löschen? Jupp, ich bitte darum. Angeschlonzt, Teddybär. Wie lange macht man das? Der ist safe, das passt. Ah, okay. Achso, wir suchen jetzt mehrere dieser Items, um die Tür zu öffnen, habe ich korrekt gelesen. Was war das? Sind das für Geräusche? Ich will das nicht. Wir müssen uns beeilen, bevor der Hund kommt. Weil der Hund ist echt ekelhaft hier in der Ecke. Hundi Wau Wau. Ja. Ich will kein Hundi Wau Wau hier. Hier ist noch irgendwas, aber das hat keinen Ausschlag. Oh, hier. Irgendwo ist eine Fratze hier. Noch ein bisschen. Jetzt haben wir's. Perfekt. Oh, hier auch. Ah, nicht ins Gesicht. Entschuldigung. Alle müssen ja noch eine ganze Weile ein bisschen drüber strollen. Da ist die Fratze. Naja, wie Katze. Oh nein. Fratze. Okay, das Ding macht nichts mehr. Okay, sauber. Der Raum Pärchen hier ist sauber. Safe. Ja, noch sehr. Pärchen war echt gerade. Okay. Woran erkennen wir, wie viele wir noch haben? Du hast wir haben hier bei der gelben Tür, da stehe ich gerade bei, gibt es so ein Messer an der Wand. Ah! Oh. Mann! Verdammte Scheißkatzen! Jetzt liege ich hier breitbeinig mit dem Pups nach oben da. Mach mal nicht. Ah ja, jetzt habe ich mal deinen Schatten weglatschen sehen. Sieht ja lustig aus. Total lustig. Ich hab hier brutalen Herzschlag, aber der klingt anders als der eben. Ah, hier ist meine Tür. Okay. Alles cool. Was war das für ein Geräusch hinter mir? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es einfach nicht wissen. Habe ich den Strahlen im Zimmer? Ich mal Pillen genommen. Okay, ich lebe wieder. Da kommt so noch viel Leben. Man muss erst den Geigerzähler ja benutzen und dann, ja. Du musst ja erstmal das Objekt feststellen, was gerade den Ausschlag hat. Oder du läufst wie so ein Wahnsinniger rum und spritzt einfach alles an. Ja, das ist... grüne Lampen bedeuten, die müssen wir noch reinigen? Ja, okay, es sind noch vier. Ah, Grinsekatze, nö, fick dich. Es sind noch vier Sachen hier? Ich sehe gar nichts. Nee, das ist nur so eine prozentuale Angabe im Prinzip. Achso, weil ich sehe immer nur diese verdammte Katze. Verpiss dich, Katze. Kein Mensch mag dich. Katze! Oh mein Gott. Ich könnte mir das vorstellen, dass du die Katze noch lieben lernst. Es wird noch schlimmer gehen, meinst du? Bisschen? Oh, Pillen. Ja, mit. Alter! Die Katze ist neben dir gespawnt, Alter. Alter. Weißt du, ich stehe neben dir, du gehst schön vorbei. Oh, Pillen, geil. Ich sag, Katze, 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 du, Pillen. What? Ja,
Irgendwann wird man so, wenn man das hier spielt, oder? Ah, schön. Ich finde nichts mehr. Irgendwo muss noch eins sein. Ich habe noch drei Lampen an. Ich habe noch nicht das Fertiggeräusch gehört. Es sind noch drei Lampen an, tatsächlich. Ah. Oh, was ist das? Ah, hier, ich habe was gefunden. Der Müll hier am Boden. Echt? Ist der? Nee, hier kommen wir wieder raus. Da ist nix. Okay, der ist jetzt gereinigt. Okay. Zwei Lampen sind noch an. Okay. Ist die Tür offen? Na, warte. Nein, zwei Lampen. Okay. Ich will nicht weiterlaufen. Hier kommt bestimmt gleich der Grinskatze und so ein Scheiß, ey. Ich kann mich auch einfach dauerhaft in dem Schrank verstecken, bis ihr fertig seid, oder? Theoretisch kannst du das, ja. Aber deine Mithilfe ist echt appreciated. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, auch nicht so laut zu schreien. Ach, ich reiß mich zusammen. Ah, schrei ruhig. Hier ist ein Mülleimer, der ist. Stuhl ist sauber. Er macht ihn halt zum Morsecodes. Das sind keine Morsecodes, das sind die Kondensatoren in der Decke von den Lampen. Hier liegt ein Kopf, der ist sauber. Leute, ich finde hier Räume, in dem war ich noch nicht einmal drin jetzt. Obwohl ich hier die ganze Zeit hin und her wusel, wie so eine blöde. Oh, Pillis! Ah, ich hab's, glaube ich. Wesen ist sauber. Wie groß ist dieser... Wo bin ich? Scheiße, ich bin verlaufen. Wie groß ist dieser Komplex, dieser Raum? Nur dieser Raum jetzt hier. Ja, das hier war's noch? Da war ich doch gerade dran. Komisch. Also ich habe noch ein bisschen Ausschlag gerade gehabt. Jetzt ist der total negativ. Da ist nix. Hä? Ah, Mist, hier ist der Ausgang. Und meine Ausdauer ist im Eimer. Das ist auch nichts. Fantastico. Fantastico. Da ist nichts. Das hier ist ein... Aber ich hab noch kein Geräusch gehört, was anders war als sonst. Scheiß Katze. Scheiß Champs, ja. Katze. Ah, ich hab den letzten Part. Hier ist auch noch ein bisschen was drauf. Ja, das war's. Jetzt hab ich ein Geräusch gehört. Alles klar, Abfahrt. Okay. Katze, ich hab einen Hammer, ne? Vergiss das nicht. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Ich will hier weg. Ich will... Mach Platz, ich will hier weg. Wieder rein, Jesus. Ah, die Tür kann man nicht zumachen. Kannst du nicht zumachen, nee. Oh nein. Es gibt eine Kreatur, die ziellos in einigen Hinterzimmern umherwandert. Sie scheint kein Bewusstsein zu haben. Bis sie hungrig ist, dann wird sie aggressiv. Und die wurde seit 18 Tagen nicht gefüttert und beginnt, nach dem nächstgelegenen Objekt zu suchen, um ihr Fleisch zu finden. Sie unterscheidet sich von den anderen Kreaturen dadurch, dass sie ihre Opfer gerne häutet und ihnen danach die Haut stiehlt. Ah, kürzlich wurde entdeckt, dass er Blut über weite Entfernung riechen kann. Wenn du also verletzt bist, solltest du dich schnell heilen. Ah, okay. Mandelwasser ist hier noch. Ja. Die Fotografie sagt, ich bin voll. Cool, würde ich sagen. Alter Alki. Ich bin komplett full. Full. Dann mach ich mal die Tür auf hier. Zack, abwärts. Gentlemen, bitte treten Sie hier näher. Unten, okay. Jetzt wird's spannend. Kann man das wieder weglegen, das Ding? Hui. Ich will die Taschenlampe nehmen, so. Hui. Die Taschenlampe. Macht Platz! Wollen wir nicht nach oben? Stattdessen gehen wir nach unten. Ich finde das nicht klug. So, jetzt kommt der Häuter, oder wie? Ja. Tu den anderen dazu. Ihr müsst vorgehen. Ich komme danach. Nee. Nee, ist wirklich so. Ach so, die Tür. Das ist eine Druckplatte, genau. Ah ja, okay. Das sieht sehr ungesund aus, da runter zu hüpfen. Tschüss, Dragon. Tschüss. Ciao, Dragon. Nee, oder? Viel Spaß hier oben. Du kannst nochmal auf die Druckplatte draufgehen und wenn du dann das Ding ganz oben hast und sprintest, kommst du nochmal hier rein. Ich habe vorhin ein Pferd an der Wand gesehen. Was hat es damit auf sich? Das war ein Rätsel gewesen, wo im Prinzip die Projektion von, also die Silhouette von dem Pferd durch eine Projektion gemacht werden musste, damit eine Tür erscheint. Ah ja, okay. Willst du da runter hüpfen? Ach, scheiß drauf. Aua. Garage? Genau. True. Also wir müssen da runter, oder was? Ja, wir müssen da runter generell. Ah. Was ist ein Ventil? Hinter euch ist übrigens der Typ, von dem gesprochen wurde, das Monster. Der Häuter? Ja, der Häuter. Ich würde dem jetzt nicht zu nahe kommen. Ich werde jetzt mal gucken. Also man kann maximal zwei Ventile einsammeln. Ja, hier muss es dran. Ich habe auch eins gefunden. Und nicht gleich dran machen. Sammelt erstmal alles ein, was ihr so findet an Ventilen, weil wenn das erste Ventil dran geht, dann wird er sofort aktiv.
Da vorne steht er. Oh, der läuft los. Oh shit, dann wird er schon aktiv. Fuck. Dann, ja. Cool. Dann würde ich sagen, fange ich mal an. Ich entferne mich so weit ich kann, ja. Interagieren. Achso, ich muss. Oh Gott, ich höre ihn. Wie kann man jetzt damit interagieren? Oh, also, hier kommen grüne Plörre aus den Rohren. Ja, da solltest du nicht lang gehen. Muschimann! Muschimann! Oh Gott! Muschi-Gesicht hat mich angegriffen. Ich will hier weg. Okay, ich sehe ihn. Oh Gott, der hat rote Augen. Da ist der Schrank, bitte. Die Schrank. Oh mein Gott. Muschimann hat mich gegessen. Oh, der hat wirklich eine Muschi-Larve. Das ist richtig. Oh mein Gott, ich will das nicht. Ich warte mit dem Wiederbeleben, bis ihr fertig seid, ja? Ihr habt 5 Minuten. Hilfe! Weg! Oh mein Gott, ich habe bloß noch 6 Leben. Wo ist denn der Kerl? Ah, nein, er hat mich gefressen. Oh, da ist Muschimann. Nein, komm zu mir! Ach jo. Ich brauche einen Schrank oder irgendwas anderes. Hier ist ein Schrank. Jemand ist drinne? Nee! Verpiss dich da drinne! Oh Gott, ich werde schon wieder. Hey, Muschimann! Nein! Nicht schlagen! Nein! Mach nicht. Ich höre keinen Herzschlag. Ja, der Raum ist klein, also die Tür siehst du doch. Das war das Kind von Abatur. Ja! Ja! Oh, ich bin schon wieder tot. Ich muss schon wieder meine Tür suchen. Also, da war jemand im Schrank. Wie unfair. Hier kommt einfach nur Giftblöcke raus, okay. Ich glaub, da ist der Kerl, okay. Wo ist meine Tür? Denkt da dran, wenn ihr einmal kurz angekratzt seid, dann hat er euch nochmal viel mehr zu fressen gern. Meine Tür ist direkt neben meiner Leiche, aber ich habe keinen Herzschlag gehabt. Unfair. Okay, ich habe noch 5 Leben. Mein Koffer ist weg. Weg. Nein, mein Zeug ist weg. Wer hat denn von euch Nein, schon Zahnräder eingesammelt? Ich habe keine Taschenlampe mehr. Ah, nein. Ich kann nicht mehr rennen, Kacke. Irgendwer hat mein Zeug geklaut. Ich bleib hier drüben. Scheiß doch alleine. Hat Dragon schon wieder irgendwie den Looter Dragon gespielt? Ah ja, okay, er ist Bock auf mich. Er ist tot. Wo ist er gestorben? Muschi-Gesicht, wo bist du? Der ist gerade bei mir. Da läuft jetzt eine Runde hier weiter. Okay. Wer hat denn von euch noch Zahnrädchen einstecken? Dragon? Ich hatte eins hinten schon festgemacht, aber dann kam Muschi-Mann und hat mir gesagt, du drehst hier nicht dran rum. Aber ist noch nicht festgedreht? Ist noch nicht festgedreht, nein. Das muss auf jeden Fall noch festgemacht werden. Ich habe das mit dem Festdrehen nicht. Zahnräder haben. Was macht ihr dann? Nimm doch den anderen! Nimm doch den anderen, du bist gut! Ach man, lass mich in Ruhe! Ach, schön. Los, heil dich, während er angreift, los! Heil dich und rein hier. Oh mein Gott. So nämlich. Muschi laufen, geh weg von meinem Schrank. Dreh deine Runde, du Arsch. Boah, Spiel. Hast du mich eben erschreckt? Wieso? Was oder kam er aus dem Schrank raus, Junge? Was ist der? Ah, da hinten. Welches war noch nicht ganz fest? Eins in der Ecke hinten, weit entfernt von Muschimann. Eins in der Ecke. Also entgegengesetzt von dem, wo er angefangen hat. Ich habe kein Mantelwasser mehr. In der Ecke? Warte mal, dem hier war ich dran. Der hat ja einen Startpunkt und ich bin auf die genau gegenüberliegende Seite von dem Startpunkt gelaufen und habe dort angefangen zu drehen. Das hat aber nicht so gut funktioniert und dann war er hinter mir. Aber er geht jetzt auch in die Ecke, glaube ich. Gefunden ist noch ein Ventil, aber ohne, also noch eine offene Stelle, aber ohne Ventil. Okay, dann müssen wir noch auf jeden Fall ein Zahnrad suchen. Ach du Scheiße. Ich setz mich ja gar nicht unter Stress. Okay. Ich mach's aber schön. Muschimann ist irgendwo da hinten. Ja, da läuft er ganz hinten, an dem Ventil, an dem ich gedreht habe. Sauber. Da läuft er gerade. Und hier ist noch ein offenes Ventil bei mir. Da sind die 2 roten Augen, ich kann dich sehen, du Sackgesicht. Wir müssen auf jeden Fall das andere Ding noch fertig drehen.
Warte mal, nee, hier hat er doch angefangen. Wenn hier die Leiche liegt, hat er doch hier angefangen, oder? Ja. Dann bin ich jetzt gerade auf der falschen Seite, oder? Kann das sein? Nee, ist doch richtig. Okay, ist zu. Glaube ich. Ja, ist zu. Sauber, die Tür ist frei. Der rennt euch hinterher, Achtung! Geh weiter! Nein! Warte mal, ist der jetzt hinter euch? Wie komme ich jetzt dahin? Nein! Er frisst mich! Rexing! Kannst du dich noch eine Weile an Dragon laben, damit ich an die vorbeilaufen kann? Muschi-Gesicht. Jetzt ist da eine Tür und der ist da drin, oder? Oh, hier ist ja, ein Schatten. Aber er kommt wieder zurück. Also warte doch mal kurz drauf, bis er wieder zurück ist. Okay. Ich gehe langsam zurück. Leute, ich kann rufen. Also ihr könnt ihn, by the way, rufen. Macht das mal am besten. Aber sucht euch zuerst vorher einen Schrank. Und danach drückt ihr dann die G-Taste, dass er schnell zu euch kommt. Dadurch beschleunigt ihr das Ganze. Dragon, warum rennst du in den Gang da rein? Da bist du ja selbst dran schuld. Ich bin da zum Leben erwacht, bitte. Also um die Ecke warst du noch nicht gewesen. Okay, rennt dir hinterher. Gleich hat er mich wieder, der Drecksauer. Natürlich. Ich kann nicht rennen, scheiße. Ich kann nicht rennen, scheiße. Oh, Muschi! Lauf schneller, wie lang ist der Gang? Es ist auf den Dance-Ring, der schon wieder Muschi gefallen ist. Heil dich währenddessen! Ich komm nicht bis dahin, ich seh dich da! Super, mein ganzes Inventar ist leer. Ich kann rein. Oh, und so! Oh mein Fuck, Gott! Der ist drin! Der ist drin! Scheiße, meine Ausdauer! Oh, Mist! Oh, hab ich gefuttert! Ich hab noch nicht mal eine Taschenlampe! Was ist denn das für eine Kacke? Ja, du hast doch kein Inventar eingesammelt. Dein Inventar liegt hier rum. Wundert sich? Aber nimm bitte nicht wieder meins mit, ich brauche eine Taschenlampe. Oh, ich bin schon wieder gestorben. Ich krieg einen Anfall. Da hinten ist die Tür, glaube ich. Hier liegt ein Koffer im Raum. Ja. Im Gang liegt noch ein Koffer. Ja, das keine ist Ahnung mehr. Meiner, nicht schon wieder. Dreck, du bist der schon wieder? Okay, kann ich mich wieder benennen? Ich kann ihn auch nicht weglocken. Ich mach einfach. Nein. Oh, Dragon. Drecki. Ja, was soll ich denn machen, wenn ich nicht mehr rennen kann? Ich hab ja nichts, womit ich ihn weichprügeln könnte. Du warst prinzipiell gerade gar nicht so schlecht, weil du gerade mit dem Pfeil da rumgerannt bist. Du hättest einfach nur mal warten müssen, bis er in meine Richtung guckt, weil ich die ganze Zeit zu dem Idiot hinpfeife. In welche Richtung ist der? In der Tiefgarage oder in dem Raum? Er ist jetzt in der Tiefgarage, ich hab dafür gesorgt. Okay. Du kannst das Ding aufmachen. Dragon, bist du wiederbelebt? Ja. Ab, rein mit dir. Durch den Gang. Ja, nein, ich kann schon wieder nicht rennen. Lauf! Naja. Sehe, wie Dragon rennen kann. Gar nicht. Ich lache. Diese fiese Lache. So. Mal, Dragon hier, vergiss dein Loot nicht. Ist da irgendwer von euch? Hier ist ein Trigger! Abfahrt! Dragon, Abfahrt! Ich hab schon den Schalter auf dem Dings. Okay, du hast. Lass dir Zeit, Dragon, der ist gleich bei dir. Ja, lauf. Was soll ich denn machen, wenn ich nicht rennen kann? Guckt euch Vagina-Laufe an. Ja, geh halt. Ey, guck mal, die auf dem Zoo. Ich wäre auch unzufrieden, wenn ich so aussehen würde. Hab ich noch dieses Ding? Warte, kann ich mit der Hersagen? Ich jetzt aus. Hier, komm her, ich hab was für dich. Alter. Das sorgt für eine gute Flora da im Gesicht. Okay. Gute Flora. Schäfisch mal los. Ich halt's Maul und geh einfach weiter, okay? So, ja, damit würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt Level 1 erfolgreich beendet. Von? 2. Doch schon so viel, okay. Wobei, ich habe die ganzen Rätsel nicht lösen müssen. Ich muss nochmal irgendwann spielen und die Rätsel lösen. Also ich meine, für dich war das ja erstmal den Hype zu verstehen, um mal reinzukommen. Ich denke mal, das ist jetzt ganz gut angekommen, oder? Das ist bescheuert und krank. Ja.
Mach die Tür auf. Also ich kann den Chat, Chat beruhigen generell. Wir werden auf jeden Fall Mushiman wiedersehen. Es wird ein Comeback geben. Der Code ist ja hier hinten. 4526. Okay, also. 4. 5. Warte, ich sehe die 5 nicht. Euer Schatten. Ach, die 5 ist drunter. 4, 5. 2, 6. 2, 6. Wo steht der Code? Ach, genau, an der Tür. Okay, hinter uns. Das Zettel gefunden. Das ist praktisch. Oh, dieses Kackspiel. So, herzlich willkommen. Hier gibt es quasi die Fortsetzung von Mushiman. Ach, come on. Nee. Warum ging jetzt die Lichter aus? Naja, wir haben hier Sicherungen, die wir noch einlegen müssen. Ach komm, aber das Licht war doch gerade an. Ist der schon unterwegs? Ja, ja. Der ist schon da. Ich mach gerne mal das Licht wieder an, wenn du willst. Hier ist ein... Dragon hat mir ja alle Sicherungen gedroppt, zum Glück. Boah, jetzt nicht der klügste Plan, oder? Die Tür aufzumachen, war das klug? So, das Licht ist an. Oh Leute, ich weiß, wo wir sind. Okay, das ist nur ein Checkpoint. Warte mal, nee, ich lasse die Tür bitte zu. Mach sie wieder zu. Nicht, dass Hundemann hier reinkommt. Der Hundemann gibt's hier nicht. Spaghetti-Larve. Ich gibt's weiß auch nicht. Ich bring die Viecher durcheinander. Es gibt keine Fratze, es gibt kein Spaghetti, es gibt keinen Hund, es gibt nur noch Mushiman. Party! Und es gibt Clown. Aber Clown kommt später. Okay. Niemand auf dieser Welt mag Clowns. Oh, hier. Rosa Dreieck. Für den Computer brauche ich ein Passwort. Okay. Ja, rosa Dreieck habe ich hier gefunden. Kann ich also ein Dreieck in einem rosa Viereck verschwunden. Ah, okay. Ich höre Geräusche, die mir nicht Passwort, gefallen. Passwort, hast du alle Computer gesehen? Ich häng fest, lass mich weg hier. Ich kann nicht springen. Wie der gerade angeheatet kam, ey, alter Vater. Mushiman hat mich schon wieder gekriegt. Ich sehe das Monster nicht. Aber wenn ich tot bin, sehe ich die Monster nicht. Du hörst sie aber. Ja, fies. Ja, ja, ich höre das Batschen. Ich hing am Schreibtisch fest. Ich bin im Computerraum. Weiß 0 oder O. Oder Kreis. Ich kann die PCs aber angucken. Wir müssen mal einen Screenshot machen von dem Ding. Das ändert sich halt auch jedes Mal. Und die Post-its geben im Prinzip die Reihenfolge des Codes an. Und diese Computer, die da in den Räumen drin stehen, haben manchmal solche Zeichen und Symbole drauf. Und dazu brauchen wir außerdem noch eine Übersetzungsmatrix. Ah, sehr gut, du bist gerade bei mir. Ich habe einen Raum gefunden, der einfach kopfüber ist. Ich bin in dem Computerraum, also wo die ganzen Computer stehen. Ich bin tot. Ah, hier ist meine Tür. Okay, das Türenfinden ist zum Glück nicht ganz so kompliziert. 5 Minuten reichen vollkommen, glaube ich. Jo. Ich höre das Batschen schon wieder. Ich kriege einen Anfall. Hä? Ich belebe mich wieder und es batscht neben mir. Mushiman ist hier. Mushi-Gesicht, okay. Geh bitte. Ich will hier nicht lang gehen, ne? So. Dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Ach, verpiss dich! Hier ist noch ein Computerraum, okay? Was will der von mir? Der batscht hier lang und ich komme nicht weg. Muschi? Okay, Sackgasse. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen richtig dicken, fetten Anfall. Hol dir doch Tracken. Ja, ich bin sehr nein, Vater. Nein, weg. Hat er Instant gemacht, oder was? Alles richtig gemacht. Ich habe hier eine Schnecke auf grünem Untergrund. Okay. Achso, ja, das ist noch ist es uninteressant. Das machen wir erst nicht. Achso, ich versuche es mir trotzdem zu merken, okay? 3 Stück habe ich gefunden gehabt, die kann ich mir merken. Ich höre dieses Gebatsche von dem Kunden überall. Geil, Pillis. Ah, ich kann keinen mehr nehmen. Keine Pillis für Gifte. Ah, hier ist der Raum. Okay, hier, ich bin im Kopfüberraum. Ja, komm mal her. Ich habe hier was für dich. Komm mal her. Bist du am Leben? Ah, hallo. Hallo. Okay, hier ist ein Zettel. Guck mal, hier ist ein Motion Tracker drin für dich. Wie der Code einzugeben ist, ohne die Zylindernummer freizugeben. Drehe den Nummernzylinder nach links oder rechts und drehe es in die andere Richtung. Oh Gott. Oh nee, davon Gefehl. Läuft doch. Guck mal, das Ding ist offen. Schon wieder. Oh, du hast ihn schon aufgemacht? Klar. Bin nur fleißig. Bewegungssensor. Ja. Und guck mal, wenn du Pillen brauchst und Co., gibt's hier.
Ich habe einen Bewegungs- Kopf über. Ich nehme mal ein bisschen das gute Mantel. Hol dir Stuff mit. Dragon, du musst hier auch nochmal rein in den Raum. Wo? Der ist ganz hinten. Was? Die Pfeile zeigen den Code an, aber der Raum ist umgedreht. Ach nee, komm, jetzt kommt so ein Rückwärts-Einparken-Scheiß. Ja, das stimmt aber auch nicht ganz. Also die Pfeile sind nicht richtig. Komm mal mit zu mir. Ich verstehe, also wenn's... Genau, jetzt hier um die Ecke. Um die Ecke. Ah! Nee, die Ecke war richtig. Und dann, komm mal, links unten. Ah ja, links. Oh, der Zettel ist aber auch arg scheiße versteckt. Ja, der Zettel ist auch sau wichtig, davon abgesehen. Ach du Scheiße, warte mal. Warte mal, das hier ist der Raum mit dem Safe. Davon gehe ich jetzt mal aus. So, jetzt haben wir auch die Übersetzung. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, das kann ich mir nie merken, da bin ich zu blöd für. Okay, also von dem Computerraum zu der Ecke, in der wir gerade stehen. Das hab ich gerade schon gemacht, was du da gerade siehst. Ich wollte dir nur sagen, wie ich dazu drauf gekommen bin. Und dann das. Und was hast du da jetzt gemacht? Im Prinzip gehst du den Raum rückwärts ab, wie die Pfeile sind. 2, 6. Du fängst quasi an dem freistehenden Element an. Ja. Du fängst quasi, Sekunde, hier. Du fängst hier bei der 20 an. Und dann gehst du dann quasi wie auf dem Zettel gezeichnet also, die ganzen Nummern ab. Ich hab das 2 genannt. Ja, okay, ich verstehe. Einen blassen Schimmer, wo ihr seid. Ja, wir müssen. Und damit hast du den Safe geöffnet, oder wie? Genau. Du bist viel zu schnell. Du bist viel zu schnell. Ich bin jetzt in einem Raum, wo der Tisch in der Mitte ist. Und Digga, der Typ kommt gleich. Der Typ kommt gleich zu dir. Der Typ. Naja. Rotes Licht ist doch scheiße, oder? Nee, rotes Licht ist hier uninteressant. Läufst du dem hinterher? Ja, ich lauf dem gerade ein bisschen hinterher. Dragon, Achtung, die kommt um die Ecke. Machst du auch ein Rad ab, ey. Ich weiß. Ich mit dir nicht. Sehr gut. Mein Name ist Bob. Sehr gut. Warum laufe ich dir eigentlich hinterher? Das ist nicht gesund, oder? Das kommt seid ihr. Wo bist denn? Hier bin ich. Na, komm her, komm mit. Beeil dich. Bevor der Typ wieder zurückkommt. Hui. Du gehst jetzt hier Kerzen gerade einmal runter zum Safe, der umgedreht ist. Dragon, so falsche Richtung. Hier, Piep. Die Richtung. Piep. Und dann geradeaus und hol dir den Motion Tracker aus dem Safe raus. Piep. Geradeaus. Fuck. Ich hab keine Stamina. Ich bin versteckt. Shit, versuch uns zu outsmarten. Warte mal, wo bin ich jetzt? Nichts gelungen. Warte mal, bin ich jetzt gerade in irgendeinem. Oh lol. Wo ist der Safe? Hier ist eine unsichtbare Wand. Oh shit, bist du da reingelaufen? Ja. Ich glaube, da ist gerade noch ein Gegner gespawnt. Was? Ja, das ist letztes Mal passiert, als dann mir einer gezeigt hat, dass es da nämlich durchgeht, ist da ein Gegner rausgekommen. Ich wollte bitte. Aus dem Raum? Ja, aus dem kleinen Raum. Aus dem kleinen Kabuff. Ich wollte mich nur verstecken und war auf einmal verschwunden. Dann war es tief schwarz geworden und... Oh Gott. Also, ich sehe hier keinen Tresor. Der Tresor ist auf der... umgedreht. Da am Tisch. Da drin, an dem Tisch hängt der. Andere Seite ist die Öffnung. Aha. Weißt du, die Vorstellung vom Tresor ist manchmal sehr abwegig. Ah, okay. Ja, hab's. Warum gibt's hier einen unsichtbaren Raum und wieso bin ich da reingefallen? Warum passiert mir sowas ständig? Also ich möchte das nicht. Also ich weiß auch nicht, warum es den unsichtbaren Raum gibt, konkret. Okay, ich habe die Übersetzungsliste. Das heißt, wir müssen jetzt mal die PCs abklappern. Was habe ich denn hier gefunden? Was ist das? Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Achso, das war ein... Oh Gott. Hör ich da gerade einen Hund? Abby-Hund, ich dachte Hund... Einster Exit steht da nur drauf. Ja, eigentlich kann kein Hund hier spawnen, soweit ich weiß. Wundert mich auch gerade ein bisschen. Okay, ich habe das Spiel gerippt. Jetzt ist alles kaputt. Ich habe Missing No gefunden. Auch genannt der Hund. Tschüss. Ich habe den Hund noch nicht einmal gesehen im Spiel, ne? Ich weiß nicht, wie der aussieht. Wir waren vorhin so schnell durch, dass Hundi-Hundi-Wau-Wau nicht mal zählt haben. Was war das denn? Das war ein, ich muss schnell weg. So, wo müssen wir denn den Code eingeben mit diesen Monitoren?
Ja. Julia, verpiss dich. Vorsicht, der Typ ist da. Also das ist jetzt gefährlich, weil wir sind jetzt recht nah bei dem Muschi-Gesicht. Was heißt wir? Wo bist du? Ich bin gerade im Schrank in dem ersten Raum, quasi hinter dem Raum, wo der PC drin ist, mit den Post-its dran. Mit den Farben. Raum. Ich habe die Post-its noch nicht mal gesehen. Es gibt einen Raum, da ist nur ein PC in der Mitte. Okay, rot ist. Hallo. Hier war ich vorhin nicht lang gegangen. Du, Muschi! Steh doch auf, du blöde Kuh! Pink. Lauf doch! Lauf doch! Pink V. Warum nimmst du mir den Schrank weg? Du Monster! Oh, okay, ich habe einen Schrank gefunden. Was ist das für ein Spiel? Oh, jetzt batscht der wieder neben mir. Oh, batsch doch bitte woanders. Der steht da. Geh weg. Wo seid denn ihr genau? Ich bin, ja, zurückgerannt. Kurz vor dem umgekehrten Raum bin ich in dem Schrank versteckt. Jetzt batscht der da rum. Verpiss dich, Muschimann. Aus. Grau ist M. Nimm das gute Mandelwasser. Schützt dir ins Gesicht. Ja. Schickes. Das heilt. Das macht alles viel besser. Da war Muschimann hinter jemanden. Wieder hier, ich krieg einen Anfall. Du! Das ist da draußen. Spiel nachlaufen mit dem, oder was? Ja. Wie so Muschimann jemand hinterhergerannt ist. Pasch mich, ich bin der Frühling. Das sah gut aus. Jetzt ist dieses. Bist du tot? Nein. Okay. Oh, das sah so gut aus gerade. Wir müssen mal gucken, wie viele Post-its am PC kleben. Ich habe jetzt 4 Codes bereits entziffert. Ich habe den noch nicht mal gesehen, den scheiß PC. Geh weg, ich höre dich immer noch. Oh nein, der ist schon wieder hinter mir. Da rennen sie schon wieder vorbei. Nein! Was ist Wonders? Wie gut das aussieht. Jetzt hast du den hierher gebracht. Hättest du nicht in eine andere Richtung mit dem rennen können? Ich komme hier nicht raus, egal wie hart mein Herzschlag wird. Mein Bildschirm wird immer verschwommener. Ich glaube, mein Charakter dreht langsam völlig durch hier. Nö, ich bleibe hier drinnen. Mach deinen Scheiß alleine. Beobachte meine Schildkröte. Da ist gerade ein Shuttle angerannt. Sehr geil. So, Muschi-Gesicht, wir sind gut miteinander, oder? Du hast mich jetzt oft genug in deinem Mund gehabt. Hallo? Wir brauchen noch voll viele Codes. Leck mir im Arsch, ey. Ich hab doch wenig. Oh, da läuft Muschi-Mann. Und da ist ein Schatten. Ja? Ah, verpiss dich. Nein. Muschilarve. Nein, nicht du. Muschilarve soll sich verpissen. Der geht in den Raum zu dem Rechner hinter jetzt. Glaube ich. Jetzt komme ich da wieder nicht hin. Ach, come on. Oh Gott, diesen Schatten. Alter, bin ich erschrocken. Mach doch nicht. Jetzt kann ich mich ganz kurz nochmal orientieren. Ja, ich suche die Tür. Muschi? Welche Tür genau? Ah ja. Ah ja? Um mich wieder zu beleben. So. Wahrscheinlich hinten beim Safe. Hier ist das großer Dreieck. So. Doch, hier war ich schon mal. Hier ist großer Dreieck. Blau ist. Ah, hier ist der Geburtstagstisch. Ja, okay, ich weiß, wo ich bin. Geburtstagstisch. Braun. Ich brauche noch genau 3 Codes. Ich brauche grün, braun und weiß. Weiß war Kreis. Weiß war Kreis. Grün war Schnecke. Ich glaube, so einen einfachen Kreis habe ich gar nicht. Doch, habe ich. B. Also weiß ist B. Grün war Schnecke, sagst du. Oh mein Gott, ich habe den Schnecke PC ist gefunden. I. Hier steht eine 2. Wo bist du gerade? Ich bin gerade im Schrank und tüftel das Ding zusammen. Und jetzt fehlt noch braun. Hier ist pink. Ja, super. Rot habe ich hier. Rot habe ich schon. Naja, es fehlt nur noch braun. Braun habe ich noch gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Also zumindest nicht bewusst. Deswegen. Jetzt hier mal eine Runde durch. Mal gucken, ob ich was finde. Oh, da ist der Kreis. Muschi. Hey, Muschi-Mann. Nee. Hä? Guck mich nicht so an, du Arschloch. Na komm. Und du Lappen. Komm. Mietz. Kannst mir gar nichts mit versteckt. Oh shit, wo ist Braun? Haben wir den nicht eigentlich ausgesperrt? Wie kommt er wieder hier rein? Das ist ein anderer Muschi-Mann. Oh Gott, es gibt so viele Muschi-Männer. Warum gibt es davon mehrere? Ich meine, das Ding ist doch eine komplette Anomalie. Wer züchtet das?
Warum sind die so aggro? Weiß nicht. Das Batschen ist weg. Ich glaube, die haben gerade nichts zu essen mehr. Deswegen sind die wahrscheinlich so aggro. Ich habe die anderen PCs gerade durchgeforstet. Da war nichts. Steht Muschimann dort vorne. Ich komme nicht mehr durch den Raum. Jetzt steht er in dem Raum drin, in den ich reingehen wollte, weil das könnte ich sein. Ich glaube, ich habe Braun. Okay. Ach. Braun ist das Dreieck. Was ist ein Dreieck? Zum Glück sind die alle Vollidioten und gucken nicht in die Schränke rein. Das stimmt. Wie einige Dead by Daylight Spieler. War der gemeint. Okay, ich glaube, ich habe den Code. Ja, ich habe den auch in meiner Hose. Lol. Nach diesem Spiel hier. Ich weiß gerade nicht, wo der Typ ist. Der ist bei mir und ich bin bei diesen großen Räumen, wo so viele PCs in Reihe stehen. Diese Großraumbüros und davor kommt dann der PC mit den Post-its. Ich muss mich gerade mal, gucken, ob der kommt. Jo, er kommt. Ich muss gerade mal gucken, ob er kommt. Er kommt. Jo. Wo seid ihr? Mein Schrank. Also Dragon steht neben dran, guckt natürlich überall hin und der Typ kommt. Dragon sagt nichts. Und ich höre nur Trapsen und renn schon weg. Oh Mann. Hier ist eine blaue Tür. Oh. Warte mal, wo bin ich? Was ist eigentlich dieses Moss-Jelly? Bin ich jetzt komplett falsch. Hatte ich am Anfang erzählt, das ist um deine Stamina zu pushen. Ja, das hast du mir am Anfang gemobst. Hab ich? Ach, come on, geh weg. Ach man, Muschi. Ja, natürlich hast du mich gesehen. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich versteck mich in den Schatten. Ist der wieder da? Geh doch mal weg. Lass mich doch mal hier raus. Der steht genau in dem Eingang, durch den ich jetzt muss. Nee, warte mal, ich habe die blaue Tür hinter mir. Wenn ihr jetzt den Code eingebt, kann ich durch die Tür abhauen. Achtung, er kommt! Ich habe schon den ersten Treffer drin. Achtung, er kommt! Ja, nein, der kam so schnell angerannt. Irgendwas stimmt mit dem Code noch nicht. Also, weiß war O. Oh. Ich bin jetzt an dem PC, wo man den Code eingeben muss. Das ist richtig. Ja. Ich habe den Code gerade versucht einzugeben, er war falsch. Ich bin gerade am gucken, was der Fehler ist. Grün, grau, braun. Ich glaube, ich weiß, was der Fehler ist. Pink, weiß. Der Kringel war das Problem. Ich hatte gedacht, das ist. Steh doch auf, du blöde Kuh! Ist es. Oh mein Gott, der ist immer wieder da. Geh doch weg. Ja, das war halt Kreis oder O oder Null, ne? Eins von dem. Ja, das war ein eckiger Kreis. Was? Andake, wo ist denn meine Tür? Ich war ein eckiger Kreis, deswegen war der Code auch falsch. Ah. Okay. Also es gibt einen runden Kreis, das wäre I, und da gibt es einen eckigen Kreis, dann haben wir ein Kart raus. Ist so geil, dass das Level oben noch mitläuft. Du hörst da den Cable Guy oben rum. Stoppen! Aber woher weißt du, was für Symbole, also wo hast du rausgefunden? Ich habe die Liste aus dem Safe genommen. Die gibt's ja nur einmal. Ah, okay. So, soll ich den Code mal ein... Bin ich erschrocken, da steht jemand in der Ecke. Mach grad mal den Rechner frei. Das ist zu viel für mich. Stehst du grad mal Schmiere, bitte? Ja. Einer guckt ihn hier an, einer. Ich gucke dir. Nee, der ist da, wo ich gerade herkomme. Ich gucke. Du wirst mich schreien hören. Passt, okay, ich bin durch. So, jetzt müssen wir Folgendes machen. Nein, komm zurück. Blaue Tür. Nein, auch nicht. Uns fehlt nämlich noch etwas Elementares und jetzt müssen wir das Clowns-Party-Spiel machen. Dazu machen wir erstmal das Licht aus. Jo, das ist ein ganz guter Plan, genau. Mach's Licht aus. Warte, ich mach Licht erstmal wieder an. Das machen wir das später aus. Wo seid ihr jetzt? Komm mal mit. Ja. Achso, wir werden dem Typ gleich in den Arm laufen. Ich werde mal versuchen, den zu outsmarten. Geht mal bitte in den Raum vom PC hier. Nee. Was? Beeilt euch bitte. Ich muss es, da ist er. Oder da. Wir können uns auch hier verstecken, oder? Ja. Oh, finde ich okay. Oh.
Hallo? Der ist genau vor mir. Das ist nicht schön, weil wir sind hier. Ich weiß, ich sehe das. Ja, cool. Cool. Wollen wir den aussperren durch die Tür hier? Dann sind wir gerade. Kommt ihr mal bitte zu mir. Dann das sind ist wir jetzt direkt blöd. Nach links einmal durch. Ganz entspannt, hier in den Raum rein. Der kann ja nicht rein. Okay, aber jetzt ist hier die Geburtstagsfeier. Jetzt ist hier die Geburtstagsfeier. Okay, also kurz zur Erklärung. Gefällt mir nicht. Rote Ballons müsst ihr mit E quasi zum Platzen bringen, wenn sie gleich kommen. Ihr könnt euch gerne die Partyhüte aufsetzen, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, Partyhut. Noch Platz? Ich brauch so einen geilen Partyhut benutzen. Hä? Oh. So, warte, ich muss mal den ich hier. Ich hatte eben Grafikfehler. Wir waren auf einmal zu viert. Sehr gut. Okay, also ich erkläre euch kurz. Party hat. Wenn die Ballons gleich erscheinen, müsst ihr die mit E alle ausnahmslos zum Platzen bringen. Ansonsten, wenn der Timer abgelaufen ist, kommen die Ballons zu euch und machen euch Damage. Oh cool, Ballons, die Damage machen, das ergibt Sinn. Genau. Soll ich hier drücken? Ja. Mit was soll ich die kaputt machen? Immer noch der Taste E. Einfach mit E. Okay. Genau. So, Dragon, du drehst dich jetzt mal um und guckst an die Wand. Ja. Da findest du einen Schalter. So, jetzt, ja. Jeder hat jetzt einen Schalter vor sich. 3, 2, 1, drücken. So, und jetzt kommen die Ballons hoch und ihr seht auch, der Ausgang ist gerade verschwunden. Let's play, pop them all or die. Pop them all or die. Okay. Poppen. Dragon, bleib mal da stehen, wo du jetzt bist. Hier kommen keine Ballons. Doch, die kommen gleich. Jetzt. Oh mein Gott. Hallo. Verteilen im Raum. Keine Lücken lassen. Wie bitte? Im Raum verteilen. Also nicht zusammenkommen. Wo ist der Timer? Den hörst du. Da ist einer. Okay, der ist schon weg. Ich habe keine Ausdauer mehr. Hey, wir haben alle. Easy okay. Going. Nein, next. Verteilen im Raum, verteilen. Nicht zusammenstehen. Ach man, es kommen noch mehr, natürlich. So, hier. Wenn irgendwelche Ballons mich aus der Range sind, ist Kacke. Lucky? Achtung, easy. Nächste Runde verteilen. Wie oft machen wir das jetzt? Ich glaube dreimal. Okay. Ich finde doch nur die Vorbereitung, ob das was noch kommt. Ich hab keine Ausdauer mehr. Der Timer ist weg. Oh, Dragon hat's gerade voll erwischt. Ja, irgendwer hat gerade einen Ballon in die Fresse gekriegt. Ja, ich. Ja. Zum Glück war ich's nicht. So, okay. Ballonspiel erfolgreich. Ballonspiel ist durch. Okay. Ich teabagge das Spiel. Zu der nächsten Runde. Das hier ist jetzt hier der Startbereich. Let's play Find Your Gift. Wenn jetzt alle Spieler da drin sind, dann kommt ein Labyrinth aus dem Boden heraus. In diesem Labyrinth versteckt sich tatsächlich ein Geschenk. Ich glaube, am Anfang sind es zwei und dann steigert sich das Ganze bis, ich weiß gar nicht, wie viele Geschenke. Ach du Scheiße. Und dann kommt natürlich auch ein Timer mit. Das heißt also, wir rennen durch das Labyrinth durch und müssen dieses Geschenk finden. Wenn wir es gefunden haben, angucken, E drücken, dass es aufgeht. Okay. Und der Clown ist dabei. Der Clown kommt, nachdem der Timer abgelaufen ist. Wenn wir alle Geschenke haben, der Clown ist da, resettet sich der Clown, weil dann das Intervall sozusagen wieder von Null startet mit den Geschenken. Und das Geschenke finden stapelt sich quasi. Dragon, soweit klar? Ja, okay. Ich würde den Clown ja gerne sehen. Ich habe den Hund schon verpasst. Okay, safe. Oh, geht schon los? Ja, geht schon los. Verteilen. In sämtliche Ecken gucken. Wir suchen Geschenke. Wenn der Timer abgelaufen ist, kommt der Clown. Wie groß sind die Geschenke? Ich würde sagen 20 Zentimeter. Ich habe eins. Was? Was war da drinne? Eins von zwei. Much. Da war Much drinne. Solche Geschenke will ich nicht. Abgasser, scheiße. Okay, nicht zusammenlaufen. Okay, kommt, scheiße. Clown, oh, fuck, bei mir. Wir sind Freunde, okay? Ihr könnt den Tracker übrigens benutzen, um festzustellen, wo der Clown gerade ist. Ich wusste aber noch gar nicht, dass das geht. Ich habe das gerade das erste Mal probiert. Oh lol, hier, die Geburtstagsgesellschaft ist noch am Start hier. Oh, hier liegt die Leiche. Oh ne, ich bin hier weg. Warte mal, wer sagt denn, dass er nicht von hinten kommt? Fuck! Der hat mich diagonal gesehen mit so einem kleinen Schlitz. Alter Vater. Oh Gott.
Okay, ihr seid tot, das finde ich nicht gut. Aber ihr spawnt genauso wie normal, oder? Ihr müsst wir müssen nur die Tür finden, dann ist alles gut. Und wenn wir Glück haben, können wir die Tür sogar ein bisschen durchglitschen sehen durch die Wand. Also durch die Wände. Okay. Hä? Ach, hier ist ein Schatten langgelaufen. Oh, ja, das bin ich, Digga. Wie gesagt, nutzt mal die Motion Tracker, um zu gucken, wo die sind. Man kann meinen Schlüppi sehen. Ui. Hätte ich dir vorhin schon sagen können. Nein, wollte ich nicht wissen. Das wäre mir sehr unangenehm. Ist das jetzt hier der Yandere-Simulator oder was? Was für ein Simulator? Der Yandere-Simulator. Nein, ich will dich nicht. Ich glaube, es ist dem herzlich egal. Clown, wir sind kein. Der killt wieder instant. Das ist doch scheiße. Ja, ja. Das ist aber. Schreit mich dabei an. Ich habe meine Tür gefunden. Ich will da nicht reingehen. Aber ich gehe da rein. Oh, ich habe das Geschenk gerade vor mir bekommen. Ich hab echt nicht mehr. Shit. So viele. Ich glaube, das ist das Geld. Die Runde hat sich gerade resettet. Eben, da stand gerade eins von zwei. Ja, ja, die Runde hat sich resettet. Die Dinger sind weg. Sieh zu. Ach komm. Shit. Ist doch scheiße. Okay, Clowny kommt. Rotes Licht ist nicht gut, oder? Naja, das sagt nur, dass der Clown gerade unterwegs ist. Ich hänge hier gerade. Hi, schade. Ich hänge hier gerade komplett in der Sackgasse fest, ne? Also. Ich muss so hart schiffen. Clown, geh weg. Nein! Warum weiß der keiner, dass ich da bin? Nützt es was zu schleichen? Nee. Nee. Das ist manchmal, bleibst du am Ballon stacken. Und wenn das passiert, dann bist du zunächst gestunt und er weiß instant, wo du bist. Das ist richtig schade, da hast du komplett recht. Ich hoffe, ich einfach mal sterbe jetzt nicht. Ah, hier ist ein Geschenk. Zieh uns mal ganz kurz einen anderen Channel. Schade, 2 von 2. Jawohl. Und whoop. So, ich habe euch mal kurz umgezogen. Whoop. Nächstes Geschenk. Mir nicht folgen. 1 von 3. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wir es finden, wenn wir verteilt sind. Ja, ist richtig. Ich habe nur keine Ahnung, wo ihr halt schon wart. Oh, ich will keine Geschenke suchen. Ich mag Geschenke nicht suchen. Wir müssen es leider machen. Jetzt kommen wir nicht weiter. Oh. Wir haben aber nicht viel Zeit. Nee, gar nicht. Schlaf gut, Albino. Nein! Oh Gott, das schreckt mich nicht so. Hat sich mehr erschreckt wie du. Dieses Spiel ist doch hirnrissig. Hab's! Okay, jetzt kommen gleich 4 von. Jetzt müssen wir 4 suchen. Ja. Hast du jetzt instant 3 Geschenke gefunden? Ja. Okay, wenn wir wieder weg. Hab's erste. Wow. Wie machst du das? Hab auch eins. Ich such die scheiß Tür. Ich renn hier rum wie Bekloppter. hab den Scanner am Start, um zu gucken, wo der andere Depp ist. Das Schöne ist, beim Türsuchen kann dir kein Clown entgegenkommen, ne? Naja. Sie ist positiv. Deine Mates haben halt einen weniger, der Geschenke sucht. Ja, aber das ist ja dann nicht des Totenproblems. Problem, so rum. Naja, so, okay, aber wir finden die jetzt. Ach komm, leck mich. Shit, das nein. Dafür sind andere Leute wahrscheinlich zuständig. Hör auf, Mut, so zu machen. Hab noch eins, da. Einer noch. Verdammt! Ah, da ist die Tür. Irgendwo. Babam, 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 bam. Ich bin ein Gruselclown und fresse gerne Männchen auf. Lam, da, dam, da, 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 da. Verpiss dich! Die Alten sind schon auf Windows XP. Ja, wir sind gerade. Er hat mich gerade nicht gesehen. Wie geil! Wir gammeln gerade tatsächlich einfach in einem Labyrinth ab, ja. Wir suchen nach dummen Geschenken. Es gibt 2 Clowns. Da ist einer. Oh, der hat einen Ballon in der Hand. Der tut so, als wäre er nett. Komm, Kind, ich habe einen Ballon für dich. Und dann ist es ein Priester. Nein, mach nicht. Oh, darf man das sagen? Oh Gott. Grenzwertig, ich geb's zu. Kommt drauf an, ob du Kirchensteuer zahlst. Nein, tu ich nicht. Oh, wo ist denn das letzte Scheißgeschenk? Oh,
Sackgasse. Hä? Ich wurde von Ballons gewarnt und dann hat er mir den Kopf abgebissen. Okay, ich bin tot. Suche meine Tür. Will ins Leben zurück. Ich hab gar nicht mehr viel Leben. Om nom 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 nom. Hier liegt nom nom nom. So, ich bin jetzt nur noch Spectator. Echt, du hast 10 Leben schon verbraten, Alter. Oh. Ich hab auch nur noch 3 oder so, glaube ich. Die Grinsekatze hat mich einfach 3-mal erwischt. Clown hat mich jetzt zum 2. Mal erwischt. Muschimann hat mich 2-mal umgeklatscht. Ah, da kommt schon ein bisschen was zusammen, ne? Ja, true. Ich weiß auch gerade nicht, wie viel ich hab. Oh, das gibt's doch nicht! Ach komm! Doch, bei Roller! Ich bin vor Muschimann. Alter! Vor Clown gespawnt. Das ist doch jetzt nicht dein scheiß Ernstspiel. Boah, Tracky, du hast 2-mal Jenny am Start! Danke, Mann! Dieser verkackte Spawn-Camper. Aber ein Leben scheine ich noch zu haben. Okay, ich gehe jetzt wieder durch die Tür. Ich hoffe, dass er jetzt weg ist. Okay, ich habe keine Leben mehr und er hat mich gerade zur Seite geschoben, als ich gespawnt bin. Cool. Das ist ganz beschissen, oder? Na, wir haben zumindest einen Checkpoint, allerdings ist da schon recht viel Arbeit jetzt reingeflossen ins Game, schade. Okay. Ich hänge jetzt hier in der Sackgasse und der steht dort vorne. Ich komme nicht mehr raus. Das ist aber auch schon sehr random, was hier passiert, also ohne Scheiß. Klar. Geschenk! Geschenk! Oh mein Gott! Uff! Oh, was passiert jetzt? Hör auf! Oh mein Gott! Oh, Glück okay. Gehabt. Ich lebe noch. Oh fuck, ich lebe noch. Ich komme zu dir. Nicht, krasses nicht Ding, mehr. Wir okay. Haben den Spieler verloren, das ist echt. Ja, das ist, gerade echt schade. Aber guck mal, vielleicht ist hier noch irgendwas mal, drin, was dir vielleicht helfen kann. Der Schatten ist doch. Der Schatten des Dragon, das passt schon. Also der Schatten hier ist das Monster, tatsächlich. Der an der Wand mit dem Ballon, ne? Ist ja, das ja. Das Monster, ja, ich wollte gerade sagen. Genau, und Dragon steht hier. Also genau hier gerade. Ja. Dann sieht man den Schatten noch. Ich morse dir was zu, damit du uns verstehen kannst. Und wenn du noch Pillen brauchst, guck mal hier im Koffer, ist noch Zeug drin. Ich bin voll. Alles gut, ich hab alles. Okay, also kommen wir zum nächsten Spiel. Oh Gott, das hab ich auch. Alle Dinge sind ja 3. Das nächste Spiel ist auch wieder ein Labyrinth mit einem Unterschied. Die Markierungen für das Labyrinth findest du ausschließlich am Boden. In Form von diesen roten Streifen hier, was du jetzt hier zum Beispiel auch in diesem kleinen Arealfeld hast. Okay, bevor wir das machen, ich muss unbedingt schiffen gehen. Ja, mach das. Ich bin gleich wieder da. Verlaufe ich nicht. Alter, diese Kalendersprüche. Sag diese Kalendersprüche. Boah, das Jelly können wir aber auch, glaube ich, hier richtig gut gebrauchen jetzt. Ach so, wenn ich, sag ich mal, gerannt bin und nochmal rennen müsste, das Zeug nehmen und. Nein, dann ist schon lange vorbei. Du nimmst das Jelly, wenn du lange am Stück rennen möchtest. Ah ja. Und das möchte ich gleich. Warte mal, ich muss die Sensibility mal hochschrauben. Ah, ne, ist schon. Sieht lustig aus. Ach, guck mal, hier Giftfee hat auch im Stream hier das coole JavaScript, was das Zeug einen ausblendet. Wie? Was? Wo? Ich dachte, Giftfee hat auch das coole JavaScript, was die ganze Zeit oben drüber das Zeug einen ausblendet. Ja, klar.
reinpastet, rauspastet. Ich habe es noch gar nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich habe es nur mal bei einem anderen Kollegen gesehen. Das wurde bei Stream Elements, da bin ich ja, also damit streame ich, als jo. Widget angeboten. Ach cool. Direkt. Ja, easy. So, okay. Gut. Also, du bist im Bilde, was wir machen müssen. Von der, in einem unsichtbaren Labyrinth. Von der ja, ist ein Kerzen, die wir auspusten müssen, actually. Ja, gut, okay. Von der Art und Weise her, das Licht wird ausgehen. Nee. Doch. Ach komm. Das Licht wird ausgehen und die Durchgangsbereiche sind manchmal schwer zu erkennen. Das heißt, Taschenlampe an und Boden absuchen. Genau, und manchmal ist es so, dass du glaubst, Durchgangsbereiche sind. Nee. Manchmal glaubst du, Durchgangsbereiche sind da, obwohl sie gar nicht da sind. Also schwierig. Und am Ende müssen wir hier, da wo ich jetzt gerade stehe, da wird eine Tür erscheinen. Da müssen wir auf jeden Fall uns dann verpissen. Und wir kommen da durch, und das kann ich dir schon auswendig sagen, hier in der Ecke wird das Monster starten. Und wenn wir so in der Ecke schon ganz an der Wand sind, können wir quasi hier einmal komplett hinten durchrennen und müssen das auch tun, um dann letztlich dann hinten zur Tür zu gelangen. Okay, ich liebe es. Gut, toll, ne? Ich versuche dann auch so hier in der Ecke stehen zu bleiben, damit ich alles, was hier an Kerzen kommt, im Prinzip dann schnell erreiche und glaube, du am besten auf der anderen Seite. Ich bin so ein bisschen was wie bereit. Candles gehen schon direkt am Start. Ich sehe schon da hinten das erste Candlechen. Wie komme ich denn jetzt hin? Scheiße. Oh, eines aus. Ja. Das andere werde ich gerade noch im Moment brauchen, glaube ich. Man sieht die Kerzen ja zumindest. Ja, true. Scheiße, was ist denn das hier? Clowny. Ja, hier ist doch ein Loch dazwischen. Wieso kann ich da nicht rein? Shit. Nee, ja, ich habe mich gerade vertan. Oh mein Gott, das ist doch absoluter Much. Ja, das ist du läufst einfach an dem Monster vorbei. Ja, noch kannst du es. Aber das wird der Punkt kommen, wo es nicht mehr kannst. Du kannst auch über den Streifen hinweg manchmal die Kerze auspusten. So, der nächste kommt. Wieder da hinten. Wieder der nächste kommt. Ach so. Wir haben jetzt drei Kerzen, die wir auspusten müssen. Oh, ich sehe hier nichts. Okay, machen wir meine Ausdauer. Oh, ich muss an dem Monster vorbei. Ich will nicht. Ich habe nur noch ein Leben. Ja, true, das geht. Shit, die sind beide hinten. Hä? Oh Gott. Eine also wenn der Timer abgelaufen ist, rennt das Monster los und da geht's halt richtig Rambazamba. Ja, kann ich mir vorstellen, dann bin ich weg. Wahrscheinlich. Oh shit, warte mal, da geht's nicht lang. Die nächste Kerze kriege ich, ja. Da hinten ist noch eine bei dir. Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Komm, puste sie aus. Okay. Hab sie. Sauber. Und jetzt? In die Mitte. Zu den Partygästen? Ja. Da führt kein Weg hin. Doch, da muss einer hinführen. Hier ist ein kleines Loch, aber da komme ich nicht durch. Ich weiß nicht, wie ich da langkomme. Doch, ich habe es, glaube ich, gerade entdeckt. Ich will nicht an dem Monster vorbei müssen. Oh Gott. Was war das denn? Ich habe die rote Karte. Jetzt abfahrt zur Tür. Ah, shit. Nee, wie geht's zur Tür? Falsch rum. Ich bin doch gerade erst hier angekommen. Falsch rum. Komm mit. Ah, hier. Oh, mein Charakter wird langsam blöd. Ich kann nicht mehr rennen. Oh, fang jetzt nicht an mit Jagen. Lauf doch! Oh, lauf doch. Wer kommt gleich? Hä? Ich häng fest. Ja, oh. Richtig, du musst hinten rum. Ich bin am Arsch. Du müsstest gleich wieder rennen können. Ja, andersrum, außenrum. Was andersrum? Hier lang? Ja, genau. Weiter. Links. Jawohl, jetzt rechts. Genau. Ich sehe nur noch verschwommen. Nee. Ah, du hast die links. Ja, ich. Weiter geradeaus. Dann gleich links. Gleich links. Jawohl. Abfahrt. Komm. Oh mein Gott. Hast du Lack, ich muss unbedingt. Ich muss Pillen einwerfen. Nee, ich muss keine Pillen. Doch, ich muss Pillen einwerfen. Wie blöd. Ja, mehr musst du. Kommt der jetzt hier durch? Nee, ne? Nee. Achtung, Muschi, oh, Klaus kommt gleich wieder. Oh nö. Ach komm. Muschi Klaus ist da. Was? Ich will hier rein. Wo ist, ach ja, wir sind wieder in dem Raum jetzt. Oh, ich krieg einen Anfang. Dieses Spiel. Ich möchte das nicht mehr.
Muschi Klaus ist noch viel besser. Ich habe Muschi Klaus gerade outsmartet. Der sitzt aber nicht in meiner Nähe, oder? Doch. Doch, ich höre. Der ist noch in deiner Nähe. Und ich gehe schon mal zum Sicherungskasten und mache die Sicherung aus. Da läuft er. Kann man den bambuseln, indem er die Sichtkontakt verliert? Ist er dann bambuselt? Nee. Achso, ja doch, das ist ein bisschen. Wenn du spätestens über zwei Ecken hinaus bist, dann kriegt er dich nicht mehr. Ja, okay. Okay, wenn du wieder draußen bist, dann komm am besten in den Raum, wo der PC mit den Post-its ist. Was weiß ich, wo der Raum war? Der ist gerade in dem Raum übrigens, by the way. Nee, da gehe ich zurück in meinen Schrank. Da gehöre ich hin. Er macht am liebsten Schrankdienst. Verstehe. Oh, ich höre ihn batschen. Wir haben jetzt theoretisch alles fürs Endgame. Ich höre ihn batschen. Ich höre ihn auch. Okay, ich wag's jetzt einfach mal, ja. Ja, ja. Der ist bei mir. Der also PC, bis zu den, der bis Raum zu dem mit Raum dem mit dem PC und den Post-its, da kannst du, glaube ich, safe hin. Okay, er geht gerade mir vorbei. Okay, hier ist der Raum. Ja, noch nicht in den anderen Raum reingehen. Wir müssen zur blauen Tür hinter, die ich vorhin gesehen habe, oder? Ja, ja, richtig. Okay, safe. Ach, hier ist die Sicherung, scheiße. Aber nicht an mir vorbeirennen jetzt. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Komm mal hier. Wo bist du? Hier. Ja. So, aber noch nicht weitergehen. Ja. Geh mal in den Schrank hier rein. Du willst ihn jetzt bambuseln? Ich versuch's mal. Bambusel ihn mal. Opfer dein Leben. Meins ist wichtig. Ja, ja. Mein Letzte. Ich brauch davon sogar nichts zu opfern. Hey. Was war das? Das bin ich. Achso, oh mein Gott, das klingt immer wie ein kleines Mädchen schreien. Das ist ja furchtbar. Wer weiß, was die Vorlage war. Ja. Eck. Hast du da draußen gemacht. Eck. Bleib mal weiter im Schrank. Ich bin im Schrank. Ich bleib hier drinnen. Mir geht's gut hier drinnen. Muschi Klaus findet mich hier nicht. Was war das für ein Geräusch? Oh Gott. Ich hab gepfiffen. Nee, dieses Brrrr. Achso. Ich glaube, der ist gerade ein bisschen pisst auf mich. Hast dein Vibrator angelassen? Ja. Heute nicht. Okay, ich krieg den gerade nicht outsmarted. Shit. Das ist ein bisschen doof. Warte, ich mach mit. Muschi Klaus. Ne, warte mal, der kommt gleich wieder zurück. Also bleib mal im Schrank. Hi, sei. Guck mal, hätte jetzt auch einen Schrank. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du den möchtest. Nee, den kannst du haben. Du hast auch einen Schrank, ne? Ich hab bei mir auch einen. Das passt schon. Ich muss warten, bis der auf dem Rückweg ist, bis er seinen Wegpunkt wieder auf dem Rückweg gesetzt hat. Ja, okay. Ach, jetzt komm doch wieder her, Junge. Jetzt endlich. Er kommt. Bam. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis er den Gang entlang gegangen ist und sich dann verpisst hat, wieder zurück in den Raum, wo die Post-its sind. Dann können wir entspannt vorbei. Wir hören ihn ja batschen. Ja, ich sehe mir das auch an, was er da macht. Der Penner batschen. Rennt schon wieder in die falsche Richtung. Weißt du was? Ich mach's anders. Nee, bleib mal drin. Ich muss gucken. Ich muss doch schauen. Der kommt dir jetzt entgegen. Sei, ich sterbe gerade, deswegen, ich bin ein bisschen Muschi-Klaus-Jagd. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Wir haben den unterbrochen. Ich weiß nicht, warum ich sowas spiele. Ich weiß es nicht. Wir haben den 100 Pro unterbrochen, als er seinen Wegpunkt hatte. Ich habe noch andere Backroom-Games runtergeladen. Ich glaube, heute ist Backroom-Tag. Backroom-Day. Heute ist Backroom-Day. Ich werde die anderen gleich reinschmeißen, glaube ich. Mal gucken, wie die sich machen. Oder ich spiele zur Entspannung Visage oder so. Musch. Da ist Muschi. Okay, hat mich gesehen. Ich bin im Schrank. Schon mal gut. Er dürfte jetzt nicht mehr bei dir sein. Er sitzt bei mir. Er hat mich gerade gesehen. Oh, sehr gut. Ich spiele das Spiel. Wer hat die Muschi, Klaus? Oh Gott, Musiker! Ich sehe halt nichts, es ist viel zu dunkel. Ich der kommt schon wieder zurück zu mir, ey, das gibt's doch gar nicht. Der hat irgendeinen Task hat er noch auf der anderen Seite. Ich will aber nicht welchen.
Kann man ihm vielleicht eine Taschenlampe an den Kopf werfen? Wir haben doch bestimmt noch eine liegen von unserem dritten toten Spieler. So eine Tastatur vielleicht oder so ein Monitor, der altert ganz schlecht raus, habe ich gehört. Oh ja, oh ja. Mach aus dem Röhrenmonitor einen Flachbildmonitor. Was denn? Der batscht gerade an mir vorbei. Oh geil, geil. Ich glaube, dann haben wir die richtige Richtung. Lass den mal noch ein bisschen. Lass ihn mal noch ein bisschen weiter batschen. Das wird ruhiger. Sauber. Okay, ich höre das Batschen nicht mehr. Ich muss jetzt auch Pillen nehmen, bevor ich loslaufe. Ich nehme jetzt mal ein paar Pillis hier. Ja, der könnte bald genug weg sein. Er ist weg. Sauber. Guck mal hier. Gibt's noch ein bisschen Pilli? Oh ja, geil. Die guten. Gib her an die Pillen. Antidepressiva nennen die das hier, okay. Zum Beispiel. Wenn meine so hart wirken würden, das wäre mega gut. So. Okay. Also, ich habe den Strom ausgemacht, weil die Kabel in hier Wasser. Strom aus, ich verstehe, genau. Ja. So, das heißt, wir können jetzt hier entspannt einmal durch. Kommt Muschimann hier hinterher? Nein. Muschiklaus, bis später. Mann, das Auswählen ist bescheuert. Muschiklaus. Brauchst die Treppe? Kommst du sonst nicht raus? Hier unten. Ich bin wieder eine richtige Klugfee heute. Guck mal, hier ist noch ein Dokument für dich. Dokument. Mhm. Ach da. Oh Gott, will ich wissen, was da drin steht? Oh nee. Also, diese Monster bestehen aus mehreren Gliedmaßen. Sie haben keine Augen und Ohren, sodass die einzige Möglichkeit, von diesen Kreaturen angegriffen zu werden, darin besteht, ihnen sehr nahe zu kommen. Sie sind sehr gefährlich, sind sie alle, und heimtückig. Sie bewegen sich in Gruppen auf der Suche nach Nahrung. Es ist eine gute Idee, immer einen Bewegungsmelder zu verwenden, um Angriffe dieser Kreaturen zu verhindern. Ja. Und dann guckt euch dieses Foto an. Die sind aber auch riesig. Ja, das sind sie wirklich. Okay, Achtung, der Pool hier ist radioaktiv. Du hast einen Anzug wieder angezogen, ja. Genau, ist auch die Notiz da, die da liegt. Dieses Becken ist vollständig radioaktiv. Außerdem ist es voll von seltenen Lebewesen. Ja, so selten scheint nicht zu sein, wenn es ja 800 davon gibt. Spätestens jetzt musst du deinen Scanner ausrüsten. Ich habe nur noch ein einziges Leben, ne? Oh, ich sehe da ganz viele Punkte. Also drei reicht mir. So, ich geh da mal vor, würde ich sagen. Oh, shit, nee. Also das ist jetzt nicht so ein unsichtbarer Weg, den wir hier gehen müssen. Die Viecher bewegen sich, oder? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Die Viecher bewegen sich. Das ist true. Nee. Es sind aber viele. Wie soll man da vorne durchkommen? Wir können auch nicht rennen oder so. Nee, nee. Du musst einfach... Weiß ich nicht. Das ist wie Schiffe versenken. Die kommen alle auf mich zu. Ja. Auf mich auch. Oh, mich haben sie. Oh mein Gott. Oh, bye, bye. Ich bin tot. Yo. Me too. Ach, leck mich. Wie dieses Vieh wegkriecht. Mach's tot. Oh nein. Alright dann. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben ich noch hab. Die Hälfte haben wir gerade mal von dem Becken geschafft gehabt. Willst du mich verarschen, Spiel? Ach, schön. Naja, das ist mein Box. Oh, jetzt liegen die Sachen wieder hier vorne. Ah, okay, das ergibt Sinn, klar. Hast du noch ein Leben? Ich bin tot. Das war mein letztes Leben. Tot. Okay. Ja, das war mein letztes Leben. Oh, guck mal, das ist Jelly. Geil. Ja, aber du kannst auch eh nicht rennen hier drin. Nee, das stimmt allerdings. Aber gönn dir mit deinem Partyhütchen. Ja. Ich beobachte dich jetzt einfach. Mit Party-Mode on. Nee, das will ich nicht. Wo ist die andere Leiche? Sehe ich? Okay, ich sehe Dragon. Wo Dragon gerade ist. Leg dir am Arsch. Dragon ist schon deutlich früher gestorben, deswegen wirst du seine Leiche hier auch nicht finden. Nein, ich meine sein Geist hier herumlaufend. Ach doch, das wirst du sehen, ja. Ja, ich bin direkt hinter Peggy. Seh dich nicht. Aktuell sehe ich dich nicht. Aber ich beobachte jetzt Peggy, einfach wenn das Vieh angesprungen kommt, will ich sehen, wie es aussieht. Ja, Mann. Und mir kann nichts mehr passieren. Oh, so, okay, das war nicht viel. Ich hab noch. Aber Gifty, weißt du was? Ich mache Sport. Bei Jory macht Sport. Nein, mach mal nicht. Aber ich hab noch ein Leben, glaube ich. Eins hast du noch? Ich weiß gar nicht, muss mal gucken. Ich hab noch vier sogar. Lol. Wow, okay. Das könnte doch was werden mit dem Endgame. Aber das hier ist jetzt wirklich arg fies.
Das ist tatsächlich eines der letzten, fiesesten Elemente in dem Spiel, ja. Ja, also hier durchzukommen ist ja auch eher Glückssache, dass die Viecher einfach in eine andere Richtung schwimmen gerade, oder? Zumal, ich habe auch das Gefühl, dass sie in den Rändern auch einfach despawnen manchmal. Hm. Ich weiß aber auch gerade nicht, wie ich lang gehen soll. Und dann erschrecken die Drecksviecher. Kann ich die ablenken, indem ich hier in den Pool kacke? Kannst du nicht. Ich kacke hier hinten in den Pool. Oh, du läufst gerade genau auf mich zu. Achtung, nicht in meiner Scheiße ausrutschen. Glück gehabt. Ah, wann bin ich nur so geworden? Wenn man hier zu zweit durchgehen würde, könnte ja eine Person die Viecher. Ah, fuck! Ablenken. Ich dachte, ich hätte ausgewichen. Und die andere. Das ist echt fies hier. Also ohne Scheiß. Ist es. Also, das hier ist ein richtiger Muchbereich. Wenn du jetzt auch stirbst, wo landen wir? Im Game Over Screen? Ja, aber du hast gesagt, es gibt irgendwo einen Checkpoint. Achso, den Checkpoint hatten wir gehabt, als wir aus der Tiefgarage raus sind. Ach komm. Ja. Morgen werde ich Muskelkater des Todes haben. Mir tun heute Arme arg weh, weil ich gestern stundenlang mit Gewichten Beatsabern musste. Aber ich kann das nachvollziehen. Oh shit, Muskelkater ist aber ein ganz angenehmer Schmerz, finde ich. Das ist so ein Schmerz, der einen sagt, ich habe was gemacht. Was Sinnvolles gemacht. Ging nach meiner 60 Kilometer Radtour letztens auch. Ja, aber man weiß, was man gemacht hat, ne? Eigentlich fühlt sich irgendwie gut an, finde ich. Das ist ein ganz angenehmer Schmerz. Außer er hält irgendwie so 3 Tage an und man denkt sich, langsam könnte es mal aufhören und man versucht irgendwie gegenzuwirken, aber es tut einfach nur höllisch weh, dann ist es nicht mehr so geil. Oh mein Gott. Tja, Beschi. Das ist so hart, wie die einen einkesseln können. Ich glaube, einen habe ich noch. Ja, das sieht nicht gut aus hier. Ja, das sieht echt nicht gut aus. True. Ich will nicht nochmal zu Muschi Klaus. Oh nee. Oh, Muschi Klaus wartet auf uns. Muschi Klaus awaits. Also man kann richtig Pech haben, man kann richtig Glück haben damit. Shit, alle genau vor mir. Warum? Ich habe das Gefühl, dass wenn ich nach rechts langlaufe, dann wird das eh nix, weil die eh alle da vorne wieder auf einem Fleck rumstacken. Dum 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 dum. Ich tue durch, Watsch. Watschel, watschel, watschel. Watschel, watschel, watschel. Du musst es jetzt machen. Also no pressure, aber... Oh fuck! Warum? Nein! Doch. Oh. Ja, du schaffst das schon. Du machst das schon. Alter. Boing. Nein, warum bin ich ja gerade angeklebt? Ey, geh weg! Rückwärts laufen ist nicht der beste Plan in dem Becken hier. Doch, 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 glaub mir. Ich sehe den Scanner. Das ist ein Pedder vor dem Herrn. Und? Yeet! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und ich habe die Keycard mit. Hallo! So, und ach, ich weiß nicht. Die Keycard? Ja, geil, wenn du die vergessen hast, bist du doch völlig im Arsch. Richtig, und die Keycard kommst du aus dem Kuchen von dem Clown. So, ja, und da wow. Ich ja Jelly am Start habe, geht's jetzt gleich ratzfatz. Wihi! Danke, Dragon. Ich renne hinterher. Yeet! Oh mein Gott, du bist so schnell. Speedy. Welche Monster sind hier? Nein, falsche Tür. Hier gibt's den Hund. Und der Hund spawnt nur dann, wenn du die falsche Tür aufmachst. Und es gab ein Bild vorhin von der richtigen Tür. Habe ich mir natürlich instant angeschaut. Ja, wow. Jetzt suche ich mir natürlich die Tür. Wo gab's das Bild? Das war vor dem umgedrehten Raum. In dem Raum, wenn du rechts da reingehst. Alter! Und ich weiß nicht, die Tür ist random, also ich muss hier alles absuchen. Wie sieht die Tür aus? Weil ich sehe... Sieht aus wie ein Kronleuchter. Von dem, was er außen drauf hat. Ah, okay. Hier ist eine andere Leiche, die ja lang rennt. Ich sehe einen anderen Schatten. Shit, nee, auch nicht. Fuck, jetzt habe ich zwei falsche Türen gefunden. Hier Alter, sind zwei... Achso, du bist nicht, hier. Dass ich die Tür nicht erwische. Was soll da dran sein? Sieht aus wie ein Kronleuchter. Von der Form her. Die muss aber irgendwo im Außenbereich sein, glaube ich. Also ich glaube, da dürfte... Oh Gott, dieses Labyrinth. Ich glaube, ich habe hier was. Ja gut, das bringt mir jetzt aber nichts, weil ich A, weiß ich nicht, wo du bist, B, kannst du nichts pingen.
Ja. Hier steht eine 1 drauf, das ist ganz blöd. Ja, 1 ist richtig dumm, 2 habe ich auch gefunden. Ah, okay, dann ist das die 2, was ich hatte. Ich habe den Kronleuchter gefunden. Geil. Echt jetzt? Ja. Alright then. Warte, ich versuche dich zu finden. Schön, und meine Schatten. Zwei. Oh, warte mal, die 2 war hier irgendwo. 2 habe ich auch gerade entdeckt wieder. Ach scheiße, ich will aber auch nicht wieder zu weit wegrennen. Ich finde den Weg doch dann wieder nicht. Herr Schopf, hier ist jemand. Hier ist jemand bei mir. Aber das bin ich. Okay. Wo? Wenn ich dich sehe. 10 Jahre später. Da. Ja, deswegen kann. Ja, das bin ich. Hier, warte, hier bin ich. Hey, geil. Ja, genau, geradeaus. Wo ist er? Guck da lang. Follow me. Shit, warte mal, ich bin gerade ein bisschen out of stamina. Jelly ist gerade down. Und hier irgendwo war die Tür mit. Ja, genau, einfach dem Gang weiter folgen, du. Was ist. Ja, genau. Da hinten. Tada! Oh, Kronleuchter. Tada! Gewonnen. Geh durch. Mit dem letzten Leben. Ja, war knapp. War ich knapp. So, ich weiß gar nicht, hast du jetzt den Abspann? Nein, ich habe hier einfach einen weißen Raum und. Ah, schade, okay. Also bei mir ist jetzt. Ich werde es aber nochmal spielen irgendwann. Auf jeden Fall, also eigentlich macht das Game schon richtig Bock. Wenn man halt weiß, was man machen muss, dann ist das, glaube ich, auch eine ganz andere Perspektive wieder. Ja. Ein paar Rätsel habe ich ja gar nicht mitbekommen, deswegen muss ich das nochmal spielen. Ich finde den ersten Abschnitt finde ich halt viel, viel geiler, wie den zweiten Abschnitt, wo du die ganze Zeit auf der Flucht bist vor statischen, vorhandenen Gegnern. Ich finde diese Dynamik halt viel geiler irgendwie. Ja, vor allen Dingen hat der erste Abschnitt irgendwie mehr Puzzle geboten. Ne? Ich habe wohl einen Hammer gefunden, wofür war der denn? Der war dafür da, dass du Blumenvasen zerstörst, die in einem anderen Bereich sind. Und aus den Blumenvasen bekommst du diesen roten Schlüssel raus. Ah, also du hast es gemacht gehabt. Yep. Okay, ich habe jetzt hier keinen Abspann, also schade. Das ist echt schade. Ja, also, ein bisschen. Ich spoiler mal ein bisschen. Du bist gerade aufgewacht. Du warst 2 Jahre lang im Koma und der Arzt versucht gerade mit Handpuppengestik, sprich er hat keine Lippensynchro, dir zu erzählen, wie aufregend er es findet, dass du gerade aufgewacht bist. Der kommt gleich später nochmal vorbei, damit du ihm alles erzählen kannst. Und wir haben 1 Stunde 56 Minuten gebraucht. Ja, was hat er gesagt? 2 Stunden. Ich habe gesagt, 2 bis 4 Stunden roundabout. Ja, war gut. So fürs erste Mal. Läuft. Schlecht. Läuft. Oh, jetzt stand hier, you died. Sauber. No one